Wir danken dir, Herr, für deine heilige Gegenwart hier, für dein Wort, was du vorbereitet hast. Du sendest, damit das Wort erfüllt dein Willen, damit das alles erfüllt wird, für was dieses Wort gesandt ist. Wir bitten dich, der Heilige Geist, heilige unsere Herzen, mach uns fähig, dein Wort zu empfangen. Vollbring diese Arbeit in uns, für was du auch das Wort gesandt hast. Lass all unser Leben verändert werden, so wie du es möchtest. Wir wollen für dich leben. Wir wollen deinen Willen, was perfekt, heilig und wohlgefällig für dich ist, erfüllen. Den Werk zu tun, was du uns anvertraut hast. Wir wollen bis Ende der Welt gehen und Menschen zu deinen Jüngern machen. Mach uns die Menschen zu den Menschenfischern. Lass diese Salbung, was auf dich ist, auf uns noch mehr werden, doppelt werden. Möge deine Gemeinde gesalbt sein auf all gute Arbeit, was du anvertraut hast dieser Gemeinde. Ich bitte dich, Jesus, wirke mächtig durch die Kraft deines Blutes, durch den Heiligen Geist. Berühre mächtig, übernatürlich, verbring deine Arbeit in uns, vollbring im Namen Jesu. Amen. Amen. Ehre sei dem Herrn, Halleluja. Ehre sei dem Herrn. Jesus ist gut. Amen. Und wenn wir das wahre Evangelium predigen, dann wird Gott das unbedingt bestätigen mit den Wundern und Zeichen. Wir haben gestern gebetet für den Menschen, der aus Koma erwachen sollte. Und schon ist die Salbung hier runtergekommen. Und das war schon Antwort. Das war schon gestern verständlich, Amen. Dass Gott das auch vollbringen wird. Aber man muss nicht immer zu eilig sein. Beim Gott ist alles zu seiner Zeit. Und heute haben wir schon Zeugnis bekommen. Man soll nochmal dem Gott Ehre geben dafür. Lassen wir uns den Gott preisen, was er gemacht hat. Amen. Ehre sei dir, Jesus. Immer dankt dem Herrn für jedes Wunder, für jede Heilung, für alles, was er tut. Je mehr ihr dem Gott dankt, desto mehr wird in eurem Leben auch geschehen. Wenn du dich freust, was im Leben des anderen passiert ist, dann wird Gott in deinem Leben morgen das tun. Amen. Man soll mit den, die sich freuen, auch sich freuen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Vielleicht war jemand gestern nicht dabei. Schaut bitte online gestern im Seminar. Wir haben zwei Teile gehabt gestern hier. Чтобы вам было более понятно, что мы будем говорить сейчас.
damit ihr versteht, was wir hier jetzt heute reden werden, weiter. Wir haben über 7 praktische Schritte gesprochen gestern, wie der Mensch zur Rettung kommt. Und ich möchte heute über ersten Schritt reden. Das ist Gebet. Erster Schritt war das Gebet. Und ich lasse diese Schule hier. Der Pastor Dima wird euch die anderen 6 Schritte weitergeben. Я еще раз повторю, что любой человек может спастись. Ich wiederhole es nochmal. Jeder Mensch kann gerettet werden von Gott. Кто-то думает, что спасется только тот, кого Бог хочет спасти. Es gibt so Denkweise, dass nur die errettet werden, denen Gott erretten will. Когда Иисуса спросили, кто же спасется? Wenn Jesus gefragt war, wer wird denn, wer kann errettet werden? Иисус сказал, не сомневайся. Jesus sagte, возможно, человеку, das, was Бог. Menschen unmöglich ist, ist dem Gott möglich. Поэтому, конечно, спасется только тот, кому позволит Бог. Deswegen natürlich wird errettet nur der, dem Gott das auch zulässt. Но мы вчера увидели Aber в Писании. Aber gestern durch den Schrift haben wir gesehen, что Бог хочет спасти всех. Dass Gott alle erretten will. Alle Menschen will Gott erretten. Und der Teufel will nicht alle dem Gott hergeben. Der Teufel will so viel wie möglich die Menschen ins Verderben bringen und er kann nichts machen dem Gott, gegen Gott. Er kann auf dieses Niveau gar nicht kommen, dass er irgendwie mit dem Gott kämpft oder so. Sie haben absolut andere Gewichtsklasse. Бог это творец. Gott ist der Schöpfer. А сатана это творение. Und Satan ist die Schöpfung von Gott. Это Люцифер. Люцифер. Это ангел. Ist der Engel. Сотворенная сущность. Der geschaffen war, geschöpft war. Еще падшая. Und dann ist er auch noch gefallen. И теперь он дьявол и сатана. Und jetzt ist er Satan und Teufel. Это всего лишь ангел. Das ist nur ein Engel. Он не вездесущий. Er ist nicht allgegenwärtig. Он может быть только на одном месте. Er kann nur auf einem eine Stelle sein. Сатаной лично. Und mit Satan persönlich zu begegnen. Das ist da muss man mehr Chancen haben, als im Lotto zu gewinnen. Сколько людей вы знаете, которые выиграли миллион? Wie viele Menschen kennt ihr, die 1 Million gewonnen haben? Genau so viele Menschen haben den Satan persönlich getroffen. А я 15 лет служу. Ich bin 15 Jahre im Dienst und jeder erzählt mir, der Teufel persönlich quält den Menschen. Мучит бесы. Nicht der Teufel selbst, sondern die Dämonen quälen die Menschen und quälen durch unsere Unwissenheit. Unwissenheit ist die Dunkelheit und Wissen ist Licht. Unterricht ist Licht, Lehre ist Licht. Und für Licht, für Elektro, für Strom muss bezahlt werden. Deswegen Licht, истина. Wahrheit. Познайте истину. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. И она сделает вас свободным. Und sie wird euch frei machen. Истина это сам Иисус. Wahrheit ist der selbst Jesus. Написано, если мы имеем общение с ним. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. То кровь Иисуса Христа. Dann Blut von Jesus Christus. Очищает нас. Wird euch uns reinigen. От всякого греха. Von aller Unreinheit, von jeder Sünde. От всякого греха. Von jeder Sünde. А когда человек очищается от греха. Und wenn der Mensch gereinigt wird von der Sünde. То бесы просто больше не имеют законного права dann оставаться. Dann haben Dämonen kein Anrecht mehr gesetzlich bei dem Menschen. Zu bleiben. Deswegen fangen sie an, wegzugehen. Jesus sagte, geht hin und lehrt alle Völker, macht Jünger und tauft sie im Namen Vater, Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt ihnen alles, bringt ihnen alles bei, was ich euch gelehrt habe. Und dann sagte, Dämonen sollt ihr vertreiben, Kranken sollt ihr heilen, Прокаженных очищайте. Die Aussätzige sollen gereinigt werden. Мертвых die Tote sollte auferwecken. Даром получили. Umsonst habt ihr es bekommen. Даром давай. Umsonst gebt ihr es her. И самое главное. Und wichtigste ist, ничего не перепутать. Dass man da nichts vertauscht, nichts verwechselt. Amen. Amen. Поэтому Господь зарядил нас очень серьезной властью. Deswegen Gott hat uns mit einer ernsthaften Vollmacht ausgerüstet und hat gesagt,
Jüngern verbleibt in Jerusalem, bis auf euch die Kraft kommt. Die Kraft. Дух Святой, Heiliger Geist нас, ist in uns. Das ist Persönlichkeit. В нем есть сила. Aber in uns ist die Kraft mit в духе, drin. Und wenn du im Geist dienst, dann siehst du die Wirkung dieser Kraft durch здесь? Dich. Wer ist da? Действие его силы. Wirkung dieser Kraft. Мы Бога не видим, wir sehen den Gott nicht, но мы можем его ощутить. Aber wir können ihn spüren. Так же, как мы ветер не видим, so wie wir den Wind auch nicht sehen, но мы его ощущаем. Aber wir können es spüren. Когда мы идем по парку, wenn wir durch den Park spazieren gehen ветер, und ein Wind kommt, мы видим, как он уносит все листья. Sehen wir, wie er die Blätter von den Bäumen mitreißt. Например, какому-то хаусмастеру, zum Beispiel einem Hausmeister, muss man den ganzen Tag arbeiten, dass er alles sauber macht. Und einmal ist der Wind gegangen und alles ist fortgeflogen. Genauso können wir jahrelang können wir suchen und tun und machen, aber wenn der Heilige Geist kommt und einmal weht und dann wird alles wegfliegen, wichtig ist, dass du hier bleibst danach. Понимаете, то есть действие духа. Also Wirkung des Geistes. Ты его не видишь. Du siehst ihn nicht, но ты можешь видеть его действие. Aber du siehst seine Wirkung. Да? Вчера, когда мы молились, als wir нас не было в этой больнице. Wir waren nicht in но мы сказали, Бог, перенеси aber нам в Духе. И мы сказали, в Духе мы приносим dahin, этого человека und im Geist bringen wir diesen и мы Menschen начали говорить dir. Его und wir haben zu diesem потому Menschen, что человек, zu Gebet, это прежде всего Дух, weil der Mensch ist vor allem der Geist душу, ist, der hat eine Seele und er lebt in einem Leib. И когда мы говорим к Духу, und wenn wir zu dem Geist reden, Geist дает приказы Душе, gibt Befehl an die Seele weiter. Как Давид говорит, so wie David что sagt, унываешь, was душа betrübst моя? Du dich, meine Seele? Славь Господа! Ehre dem Herrn, preise den Herrn, lobe поэтому den жить Herrn. По настроению. Deswegen nach Laune zu leben, это жить по плоти. Das ist fleischlich zu leben. Стою, настроения нет, Stich, славить не hab хочу, keine, руки поднимать Laune, не хочу, kein Lust, не хочу, ich will nicht klatschen, ich will не nicht preisen, ich will мне nicht freuen, не mir ist das jetzt nicht freudig hier. Это жизнь по плоти. Das ist Leben nach Fleisch. Плотские. Wir sind doch aber keine fleischliche, wir sind doch geistliche Menschen. Deswegen ist doch egal, was ich хочется? Für Laune habe, was ich jetzt will oder то was ich nicht will. Seid ihr hier? То, die Kinder machen das, а was sie wollen. То, und die Erwachsenen machen das, was notwendig если ist. Взрослый, wenn ich erwachsen bin, erwachsener Christ, wenn ich geistlicher Christ bin, dann ist es mir egal, wie ich mich fühle, was für Laune ich habe. Ich bin in die Gemeinde gekommen, um den Herrn zu preisen. Ich bin gekommen in die Gemeinde, um den Gott zu dienen. Ich bin in die Gemeinde gekommen, damit ich in Gehorsamkeit an Gott sein Wille tue hier. Das ist der geistliche Christ, gesalbte Mensch. Amen. Und ich möchte eine Bibelstelle gleich anfangen. Gerade eben hat mir das Gott hier gesagt. Lukas 4,17. Это место годами было на моем хендике. Jahrelang war diese Bibelstelle auf meinem Handy. Я его постоянно читал. Ich habe das ständig selbst durchgelesen. Я живу этим местом. Ich lebe durch diese Bibelstelle. Als Elisa dem Elia nachgegangen ist, gefolgt hat und erwartet hat, dass diese Salbung auf ihn doppelt kommt, genauso gehe ich dem Jesus nach und erwarte, dass seine Salbung sich immer vermehrt. Schaut mal, als Jesus von Jordan gekommen ist, er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Dann ist er in der Kraft des Geistes raus. Und ist in die Synagoge gekommen, in die Kirche, in die Gemeinde. Da war er ständig. Vom klein auf war er immer in der Gemeinde. Beständig war er dabei. Und steht geschrieben, es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Diese Schriftrolle. Er hat das aufgerollt und indem er das aufgerollt hat, hat die Bibelstelle gefunden, wo geschrieben stand,
Дух Господень на мне. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ибо он помазал меня. Weil mich gesalbt hat. Помазал меня. Gesalbt hat. И для того, чтобы я был помазан. Nicht, dass ich einfach nur gesalbt bleibe. И чтобы мне все завидовали. Und dass jeder mich beneidet. И чтобы я такой помазанный. Und dass ich so gesalbter hier so rumlaufe. Ich bin der Gesalbte Gottes. Schaut, ich bin gesalbt. Нет. Nein. Он начинает. Er sagt, fängt an aufzuzählen, für was ist er gesalbt von dem Geist. Amen. Amen. Er sagt, Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Wer sieht das? Никто. Niemand. Но когда он начинает подходить Aber к людям, wenn er zu Menschen kommt und die Dämonen видят, äußern sich, dann sieht man, dass der mit dem Gott ist, когда mit dem Geist gesalbt ist. Wenn auf den Kranken die Hände auflegt видят, und die Krankheit geht, dann sieht man, dass Heilige Geist auf ihn когда ist. Wenn er kommt und predigt und alle gehen dann evangelisieren, Почему? Warum? Weil Gottes Geist ist auf ihn, er muss motiviert die Menschen. Salbung ist nicht im Himmel. Salbung ist auf der Erde. Und sie ist gekommen durch den Jesus. Und er hat diese Salbung der Gemeinde gegeben. Heute ist die Salbung in uns. Das lehrt uns allen, allem, was lernt das uns. Говорит, Дух Господень на мне. Gottes Geist ist auf mir. И он знает для чего. Und er weiß für was. Потому что это помазание Weil diese его Salbung, научило. Das hat ihn gelehrt. И он говорит, Und er sagt, Дух Господень на мне. Geist des Herrn ist auf mir. Для чего? Für was? Первое. Erstens. Первое. Erstens. Благовествовать. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Botschaft verkünden allen Menschen. Wenn wir Salbung haben in der Gemeinde, dann wird die Gemeinde verkünden Evangelium als allererste, in erster Linie. Verkünden der Evangelium. Wird Evangelium weitererzählen, Menschen zur Errettung bringen. Dem Armen. Den Armen. Больших ресурсов. Ich habe keine große Ressource. Ich habe gestern gesprochen. Du wirst den Armen nur predigen, dann wirst du kein Geld haben. Deswegen muss man allen verkünden. Und Jesus war so reich, dass er den Armen gepredigt hat, ohne jemanden abhängig zu werden. Und er hat mich gesandt. Кого? Сокрушенных сердцем. Wenn die Вчера я завел zerbrochenen пару сестер, и они исцелялись. Zu mir waren gestern paar От Schwestern исцелялись? Gekommen От сокрушенного sie wurden geheilt. Von was? Они пришли и сокрушились. Diese zerbrochenen Herzen wurden geheilt. Гордый он будет ходить. Der stolze Mensch kommt nicht. Я пойду? Was soll ich dahin Сейчас gehen? Меня слабым посчитают. Ja, man denkt, dass ich schwach Сейчас bin. Я буду ему еще все Jetzt soll ich ihm noch alles erzählen а потом он von скажет, mir. Ой, какой Und слабак. Dann sagt er, ah, was bist denn du für ein Mensch? Jesus говорит, я для этого Und и Jesus пришел, sagt, deswegen bin ich auch gekommen, тех, um die Kranken zu heilen, тех, um die, die zerbrochene Herzen sind, um die zu мне kommen und bitten nach der Heilung. Wer zu мне kommt und sagt, ich bin schwach, bitte hilf mir. Er sagt, ich bin gesalbt. На то, чтобы не стать слабым Dafür, от того, что мне это говорят. Dass ich nicht schwach werde, weil es mir das sagt, sondern dass ich heile und in dieser Kraft verbleibe, in der Kraft des Geistes. Halleluja. Halleluja. Das ist Salbung, den anderen zu helfen. Nicht irgendwelche Mystisches, nicht irgendwie abstrakt. Ja, so lauft man und untastbar, heilig. Jesus war Freund zu den Sündner und zu den Zöllnern. Der ist überall hingelaufen. Er hat mit allen Freundschaft aufgebaut. Warum? Weil er gesalbt war. Nicht religiös. Er war Gottes Sohn und nicht ein Sektant. Und Sektanten, die sitzen.
Die sitzt. Вот, вот, твои, ja, сюда, hier, komm hier, ich guck nach deine Flöhe und du guckst bei mir nach meine. Давай. Ja, komm, dienen wir uns. Jetzt werden wir uns ausmachen, dass wir uns nicht einander nerven und dann ist das hier schön und gut. Das ist das Wichtigste. Unsere Gemeinde, bitte schau auf mich, wie ich bin, wie es mir geht. Dann bin ich auch gesalbt. Habt ihr gesehen? Das ist Sektantschaft. Sektantschaft ist das. Versteht ihr? Die Gemeinde, die verkündet Botschaft, sie geht zu denen, die mit Herzen zerbrochen sind. Sie geht zu den Kranken. Die Gemeinde geht zu den Sündnern, damit diese Salbung geäußert, gezeigt wird, wird Kraft des Geistes gezeigt und ihres Leben verändern. Amen. Amen. Проповедовать пленным освобождение. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Пленным. Den Gefangenen. Это тюрьма. Das ist ein Knast. Или человек одержимый. Der Mensch ist besessen. Der Mensch sitzt in Psychiatrie zum Beispiel. In geschlossener. Первое, что я делал в своем служении, was ich gemacht habe in meinem Dienst, ich bin die Entgiftungseinrichtungen durchgegangen, Psychokliniken, und habe für diese Menschen gebetet. Я понимаю, о чем здесь написано. Ich verstehe, was hier geschrieben steht. У нового поколения 120 церквей в тюрьмах. Neue Generation sind 120 Gemeinden in den Knast. 120 церквей. 120. Одна из них более тысячи людей. Kirchen in der Gemeinde in der Knast. В самой большой тюрьме в Украине. In einer in einem Knast in der Ukraine sind 1000 Menschen, die drin sind. Новое поколение 500 пасторов. Neue Generation hat 500 Pastoren. 80% из них это бывшие бомжи, наркоманы и преступники. Ehemalige Banditen, Drogenabhängige, Prostituierten und so weiter. И бомжи. Und Obdachlosen. Потому что мы идем к этим. Weil wir gehen zu diesen Menschen. Wir verkünden diesen Armen die Botschaft. Wir glauben, dass diese Menschen verändert werden. Weil Gott nimmt das Nichtige aus dieser Welt, damit er das Wichtige hier beschämt. Er nimmt das, was gar nicht wertvoll ist, was nutzlos ist. Там написано, что es steht geschrieben in der Bibel, немудрое Божье, nicht der Weise, also Törige von dieser Welt nimmt er, um diese Weise dieser Welt zu beschämen. Wen habe ich berufen? Wer kann von euch viel? Wer ist von euch irgendwie weiser? Verstehst du? Dem Gott ist das egal, wie du bist. Gott ist wichtig, dein Herz. Dein Herz. Ich sage, Herr, so viele Menschen, die haben gute Ausbildung. Ich habe in meiner Mannschaft manche Leute, die haben zweifache Ausbildung und sie hören auf mich. Und ich habe dem Gott Frage gestellt, Gott, warum nimmst du diese Menschen nicht? Sie können lesen, sie können schreiben. Ich habe das im Herrn gelernt, das alles. Warum hast du mich berufen und hingestellt? Und er sagt zu mir, ja, sie sind so, aber die Herzen, die sind daran gebunden. Ja, du hast das nicht vielleicht, aber dein Herz ist zu mir gebunden, an mir gebunden. Versteht ihr? Als David gebetet hat, дай мне богатство. Gib mir, но не настолько, чтобы оно увело меня. Kein Reichtum, dass es mich von dir wegzieht. И не позволь мне быть нищим. Und erlaube mir nicht arm zu sein. Dass die Menschen über mich lästern und lachen, dass ich der gesalbte Mensch in Armut lebe. Deswegen, wichtigste im Leben, wem gehört dein Herz?
Самое важное в жизни Wichtigste ist im Leben, спасение. Das ist deine Errettung. И какая награда Und ждет was тебя für Lohn erwartet dich im Himmel? Это единственное, что ты на Weil небе das будешь ist wichtigste und einzigste, was du im Если Himmel ты обретешь haben wirst, весь мир, wenn du ganze Welt eroberst, aber deine Seele wirst du Schaden einrichten, was gibst du als своей? Deine Lösegeld? Wie willst du für deine Seele zahlen? Was? Что у тебя есть? Was hast du, dich zu erlösen, deine Seele zu erkaufen? Ничего. Gar nichts. Поэтому, Deswegen, что мы заберем с собой, das, was wir mitnehmen werden, это наши плоды. Das sind unsere Früchte. Das meiste, was wir für Gott, das Beste, was wir für Gott machen können, das ist Menschen erretten. Ты скажешь, Und Ой, du да, sagst, пастор, я, знаешь, ja, Pastor, weißt du, wie ich viel ich gepredigt habe? Keiner will auf mich hören. Да, меня тоже никто не mich will auch nicht viele hören. Никто не хочет спасаться. Keiner will errettet werden. У меня тоже никто Bei не mir war es auch so. Прежде, чем я первого спас, Als ich den ersten zur Errettung gebracht habe, 1000 wollten nicht, hat abgelehnt. Но я не остановился. Aber ich bin nicht stehen geblieben. Я начал сеять. Ich habe angefangen, тех, trotzdem weiter gesät in die, Я сеял в евангелистов. In die, die Я был erretten. На их школах. Ich habe in Я Evangelisten их, gesät, на die их Samen. Ich war auf diesen Я Schulen. Голову, ich war auf den Gottesdiensten. Ich habe meinen Kopf hingehalten, dass die Evangelisten für mich beten, weil ich Salbung wollte, dass ich den Menschen verkünde, Я Evangelium und Frucht bringen. Ich habe alles so getan, dass ich diese Frucht bekommen habe. Und er ist auch gekommen. Heute bete ich für Menschen, sie kommen zur Errettung, sie werden befreit, sie werden geheilt und werden auch Jünger Jesu, so wie er auch gesagt hat. Aber dabei sagte Jesus, mich hat man verfolgt und euch wird man auch verfolgen. Und auf euch wird auch spotten und lästern. Mich hat man gehört und euch wird man auch hören. Erst gehst du durch, dass man dich ablehnt und dich spottet, aber danach kommt Ehre, kommt Zeit, wo man auf dich hört. Wenn du in die Menschen siehst, bei denen schon Frucht ist, bei denen schon etwas klappt, und wirst diese Menschen beten, dass sie für dich beten, dass sie dich lernen, das ist auch Demut vor Gott. Und wenn du niemanden beachtest, niemanden ehrst, dass er größer ist als du und dich nicht demütigst unter keinen Menschen, dann bist du noch gar, dann hast du noch gar nicht angefangen, demütig zu werden. Deswegen keine Gnade kommt auch auf dein Leben. Und ohne Gnade kannst du gar nichts erreichen. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Die Blinden, die in die Gemeinde kommen und nicht sehen, nichts verstehen, gehen. Heute hat mir Dima erzählt, die Katholiken haben sich versammelt, neben der Gemeinde haben sie Fest gemacht und haben gesaufen, die rauchen. Dann hat es bis dahin gekommen, dass zwei haben uriniert, direkt aufs Gebäude von der Kirche. Wer ist das? Das sind die Blinden, die brauchen, dass man ihnen Augen öffnet. Die Blinden folgen den Blinden nach, weil sie nicht sehen, dass sie blind sind. Und wir sind gesalbt, dass wir den Menschen, die den Blinden die Augen öffnen, versteht ihr? Wir haben in der Gemeinde Alkoholverbot komplett. In unserer Bewegung sind tausende Menschen, tausende von tausend. Und keiner säuft. In der Gemeinde ist Verbot auf Alkohol. Keiner raucht. Jeder lässt das nach der Bekehrung, weil in der Gemeinde die Salbung da ist. Das befreit Menschen von dem Zeug. Pastor, ich kann nicht.
100%. Du kannst das nicht. Und Jesus kann das. Jesus kann das. Ein Freund von mir, der ist Evangelist, ein großer Pastor, der in Pakistan, also in diesen Ländern, wo verfolgt werden, hat er gepredigt in muslimischen Ländern, hat er Zelte aufgebaut, hat draußen Gottesdienste durchgeführt und einmalig sagt er, komm, wir tauschen Dreck gegen Freude. Bring all dein Dreck, deine Sünde hierher, deine Zigaretten, Alkohol, Spritzen, Drogen, alles bring hierher, schmeiß alles hier von den Füßen. Und ich werde für dich beten, dass Heilige Geist dich erfüllt. Tausche Dreck gegen Freude. Und er betet für alle. Die Menschen fallen nieder, fangen an zu lachen. Oder weinen. Er hat das alles zertreten, all diese Zigaretten, hat die Brillen weggenommen, den Menschen hat auch zertreten, hat gesagt, sei wiedersehend. Und sie waren wirklich geheilt. Also so, verrückter Mensch nach Christus. Ich bin noch nicht dahin gewachsen. Ich habe Brillen noch nicht kaputt gemacht, habe keine Angst. Ich kenne den Preis, wie viel sie kosten. Also besser verkaufen wir sie. Und der zertretet so das ganze Zeug, die Zigaretten und Alkoholflaschen. Und Dienst kommt zu Ende und ein kommt zu ihm so mit Zigarette in den Mund und sagt, und hat es bei dir nicht geklappt? Hat nicht funktioniert. Der sagt, nein, bei dir hat es nicht geklappt. Bei mir schon vor 20 Jahren hat alles geklappt. 20 Jahre bin ich schon frei vom Rauchen. Bei dir stimmt etwas nicht. Bei dir hat es nicht funktioniert, zu Jesus zu kommen, in seine Salbung reinzugehen und diese Kraft zu bekommen, dein Herz zu öffnen. Bei dir hat es nicht geklappt, aufrichtig zu ihm zu kommen und all dein Zeug vor seine Füße zu legen. Bei dir hat es nicht geklappt. Bei mir, Gott sei Dank, hat es funktioniert. Und ich glaube, dass bei dir auch funktionieren wird, wenn du das alles wahrhaftig, aufrichtig machen wirst. Wenn du das von aufrichtigem Herzen das tust, der Gott wird dich so in einen Schnipsel befreien, weil er hier selbst sagt, ich bin gesalbt, ich bin gesalbt. Bei ihm hat alles geklappt und klappt immer noch. Für alle, die mit zu ihm mit offenem Herzen kommen, bei ihm klappt alles, er kann alles, er funktioniert alles. Amen. Aber es gibt solche Gemeinden, sie rauchen weiter, die saufen weiter, die sagen, ja, wir lieben Gott. Das sind Sekten. Das sind die Sekten. Das sind keine richtigen Gemeinden. Die Gemeinde läuft ihm in der Freiheit Gottes. Und wenn etwas nicht klappt, dann fängt sie an, nach Gott zu suchen, damit es klappt. Weil die Gemeinde ist sein Leib. Jesus ist Haupt von der Gemeinde. Und er sitzt neben dem Vater im Himmel. Wer ist hier? Er ist im Himmel und sein Leib ist hier. Und wenn Leib, wenn Kopf gesalbt ist, dann muss auch doch Leib gesalbt werden. Wenn er im Himmel gesalbt ist, wenn er gesalbte Gottes ist, wenn er der Gott selbst ist und unser Herr ist, dann wir, sein Leib, müssen doch auch in seiner Salbung wandeln. Das steht über dich hier geschrieben. Dass wir die Gefangene befreien und verkünden und gute, angenehmes Jahr des Herrn verkünden. Ich predige ein gutes, angenehmes Jahr, also Sommer steht in Russischem geschrieben, deswegen ist auch so warm und manchmal frieren hier ein, trotzdem. Manche sagen, warum predigst du immer übers Feuer? Warum schreist du immer so laut? Warum ist bei dir immer so feurige Predigten? Ich sage, damit die eingefroren sind, aufgetaut werden. Amen. Amen. Я только что смотрел.
Gerade eben habe ich geschaut, Gottesdienst in meiner Gemeinde, wer dient, alles gut. Sie brennen. Bevor sie angefangen haben zu dienen, haben sie für euch gebetet, für uns gebetet, für Pastor Alexei gebetet und sie brennen für Gott. Прежде всего, weil vor allem самый первый шаг к спасению erste Schritt людей, zu Errettung eines Menschen ist Gebet. И мы вчера говорили. Und wir haben gestern Итак, gesprochen. Прошу совершать молитвы. Vor allem bitte ich euch die Gebete, Apostel die Fürbitten zu прежде tun. Всего, церковь, Apostel Paulus sagt, dass die Gemeinde als allererstes in der 1. Timotheus 2 der Timotheus ist der Leiter einer Gemeinde, von denen прошу, die Paulus gegründet hat. Und er sagt, молитвы. Vor allem bitte ich euch zu bitten, zu beten, für bitten, dass die Gemeinde zusammenkommt und betet. Die Sekten, die beten immer für sich selbst oder für ihre Gruppe, für ihre Sekte beten sie. Diese Sekte, die kann sogar in der Gemeinde sein. Die Gemeinde erfüllt Gottes Arbeit nach außen und tut die Sünder bringen. Und die Sekte betet nur für sich selbst und dann kritisieren sie, ja, der Pastor betet falsch. Und jetzt kommt Gott und bedeckt uns. Wir machen alles richtig. Und Paulus sagt, ihr sollt nicht beten, dass Gott euch bedeckt, sondern er zählt hier auf, die Danksagungen darbringen für alle Menschen. Vers 1. Für Könige und alle, die in der hohen Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Wenn du nach dem Gebet nicht leise bist, sondern du rebellierst, du lehnst dich auf, du lehnst dich gegen Gottes Gemeinde auf, dann hast du im falschen Geist gebetet. Deswegen wirst du angegriffen. За царей, за всех начальствующих, für alle Menschen in der hohen Stellung. Wer sind diese Menschen? В церкви епископ это начальствующий. In der Gemeinde ein Diakon ist der, что если пастор это призвание, епископ это должность. Das ist ein Amt. Gott hat ihn gestellt und er verwaltet. Понимаете? Er sagt, was zu tun ist. Ich bin der Pastor. Und ich bin, was der neue Generation angeht, bin hochgesetzt. Ich bin der Erste, der verwaltet über das. Und man, der Paulus sagt, bitte betet für die Menschen, dass ihr nicht zu den Rebellierern und zu Auflehnern werdet. Damit er nicht in irgendwelche Äußerlichkeit landet und Sektanten werdet. Deswegen betet für die gestellte Menschen über euch. Во всяком благочестии и чистоте. In aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Молитва против воли человека. Gebet gegen Willen eines молитва Menschen. Молитва за кого-либо. Gebet für jemanden gegen Gottes Wort oder gegen Willen Gottes. Das ist kein reines Gebet. Das ist unrein. Das ist Wahrsagerei und Hexerei. Молитва за церковь против воли пастора. Gebet für Gemeinde gegen Willen des Pastors, das ist auch Hexerei. Das sind unreine Geister. Schaut, was mit diesen Menschen passiert in einer kurzen Zeit. Sie verlieren sich. Die Dämonen tun sie einfach auseinandernehmen. Versteht ihr? Deswegen, Gebet muss in Gottes Furcht sein, sauber sein, rein sein. Das ist wohlgefälliges Gebet, frommes Gebet, das ist Gutes tun. Verstehst du? Gott sagt, wenn ihr Kraft habt, Gutes zu tun, und ihr tut das nicht, dann ist das die Sünde.
Грех вам. Das ist die Sünde. Церковь сидит. Wenn die Gemeinde sitzt, видит, как мир идет в ад. Und sieht, wie Welt in die Hölle marschiert. Может их спасать. Und sie kann может erretten. Спасать. Sie hat Fähigkeit. Потому что имеет помазание. Weil sie hat ja auch Salbung dafür. Силу, sie hat Kraft имеет dafür. Молитву, sie hat Gebet. Имеет Духа sie hat Святого, Geist, den Heiligen Geist. Sie hat Evangelium. Sie hat Христа. Botschaft von то Gott. Есть, also спасать. Ist alles da, um самый das zu tun. Und человека. Größte Werke исцелить, ist, den Menschen zu Gott zu bringen, избавить, zu heilen, zu befreien, das ist das Größte, церковь, was man machen kann. Und Gemeinde ist gesalbt dafür, делать. Sie kann das tun. Делает, aber wenn sie es nicht tut, грех, dann ist das Sünde für die Gemeinde. Грех, Sünde. Поэтому, слава Богу, за вашего пастора. Deswegen Gott sei Dank für einen Pastor, что, когда он вчера услышал als послание er школы, diese Botschaft gehört он начал молиться и hat, просить er angefangen Бога zu beten за теплоту, und, bei за Gott то, um Vergebung zu beten, то, weil die Gemeinde nicht erfüllt in der Fülle das, was sie tun собой. Soll, sondern sie ist auf sich nur fokussiert und dreht alles nur um sich. Невеста. Stell dir vor, du bist eine Braut und ein Mann hat dir Heiratsantrag gestellt. Und möchte dich und heiraten. Und du bereitest dich vor zur Hochzeit. Er ist gekommen. Bisschen früher. Halb zwölf. Also um zwölf war ausgemacht, halb zwölf ist er da. Aber um zwölf bist du nicht da. Du machst dir noch die Augenbrauen. Halb eins kommst du auch nicht, weil du noch die Wimpern nicht gemacht hast, bist noch dabei. Und um eins bist du immer noch nicht da, weil du dir die Bäckchen noch rot machen musst. Und um 3 Uhr bist du immer noch nicht da, weil du die Lippen noch machen musst. Du musst eine echte Braut sein. Und dann machst du noch was, da werde ich gar nicht darüber reden. И вот он в 11 все еще ждет. Он um 11 wartete immer noch. Как ты думаешь? Wie meinst du? Состоится свадьба? Ist die Hochzeit dann, ja, kommt das zustande? Wird Мы Hochzeit думаем, stattfinden? Что Иисус придет, Wir когда denken, дьявол все сделает. Jesus kommt, wenn der Teufel fertig ist, wenn er alles gemacht hat. Nein. Иисус придет, когда Jesus невеста kommt, начнет его ждать. Wenn die Braut ihn а erwartet не собой. Und nicht sich selbst irgendwie um sich selbst kümmern. Вы und, меня не поняли. Ihr versteht das noch nicht. Иисус придет, Jesus когда kommt, невеста будет готова к браку. Die Braut bereit а готовность ist, к браку und это когда невеста проповедует das heißt, миру. Wenn die Braut die ganze когда Welt все услышат об ее женихе, und об Иисусе. Alle, alle вот haben тогда gehört он и über den Jesus, это über готовность den невесты. Das ist die Bereitschaft Они заниматься einer, своими einer Braut von Jesu und nicht um sich selbst nur zu kümmern. Sich selbst schön zu machen. Das ist gut, wenn wir gut aussehen. Ich bin nicht dagegen. Ich habe mein Haus auch gestrichen, dass es gut ausgesehen hat. Also möchte ich genauso, dass meine Frau gut aussieht. Aber wenn meine Frau mehr Zeit verbringt, um sich schön zu machen, als das, dass sie dem Bräutigen wohlgefällt oder mir hier auf dieser Erde, dann hat sie ein Problem. Und in der Ehe werden auch Probleme sein. Deswegen sind in der Gemeinde Probleme, wenn die Gemeinde nur auf sich selbst konzentriert ist. Und noch mehr Probleme, wenn die Gemeinde noch den Pastor kritisiert, dass er mit Evangelium beschäftigt ist. Ich sage euch ganz ehrlich, letzte 3 Monate war ich am wenigsten bei mir zu Hause in der Gemeinde und gepredigt habe. Warum? Weil Gott mich geführt hat. Dort. Ich fahre jetzt nach Riga, dann fahre ich nach Aserbaidschan. Dann wollen wir nach Tschetschenien fahren. Dagestan. Сейчас уже идет разговор о Болгарии. Heute reden wir über Bulgarien schon. Versteht ihr? Никто в церкви меня не критикует. Und keiner kritisiert mich dafür, что я делаю, was ich mache,
А знаете, почему никто не критикует? Wisst ihr, warum ich nicht kritisiert werde? Потому что я от критиков уже давно освободился. Von den Kritikern bin ich schon lange befreit. Сказал, хочешь сидеть? Ich habe gesagt, заниматься собою, willst du sitzen, willst du in dir rumwühlen und Pastor zu kritisieren, dann geh hin, suche diese Gemeinde, suche diesen Sumpf und quack da drin weiter, so wie du möchtest. Gute Übersetzung. Поэтому жизнь тихую и безмятежную, deswegen, ибо это хорошо. Ruhiges und stilles Leben sollen wir führen. И угодно Спасителю нашему Богу. In Gottes Furcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Und jetzt das Wichtigste, was dort geschrieben ist, который хочет, welche will, он что-то хочет. Er will etwas, der Gott will was. Вы слышите? Versteht ihr? Если моя жена меня любит, wenn meine Frau mich liebt, то она делает для меня то, что dann я macht хочу, sie das, was ich möchte, а не то, что она und хочет. Und nicht das, was sie will. Если она делает то, что она wenn хочет, sie macht das, was sie она will, себя любит, dann liebt sie sich. А если она меня любит, und wenn sie mich liebt, то она делает, что dann я dann macht хочу. Sie das, was ich möchte. Сейчас я еду к своему пастору, я его очень люблю. Ich fahre zu meinem Pastor. Ich liebe ihn sehr. Поэтому я делаю для пастора Deswegen то, что он хочет. Mache ich für den Pastor das, was möchte. Я в церкви делаю то, что он ich хочет, in der Gemeinde потому что он мой пастор, и я das, его люблю. Möchte, weil ich ihn liebe und er я ist mein в своем служении делаю то, что Иисус хочет. In meinem Dienst mache ich das, was потому Jesus что он möchte, Бог, и я weil его люблю. Er ist mein Gott und Herr und ich liebe ihn. Кто здесь? Wer ist da? Und Egoist macht das, was er will. Er lebt sein Leben. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Errettet werden und zur Erkenntnis kommen, das, was der Jesus spricht. Erkennen den Jesus, der das redet. Erreichen, dass sie in seine Salbung gehen. Erreichen das, dass sie in seinem Geist leben. Das ist die Gemeinde und Leib Christi. Смотрите, следующее. Откровение 5.1. Wir öffnen Offenbarung 5.1. И видел я в десницу у сидящего на престоле книгу. Und ich sah in der rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Написанную внутри и снаружи. Innen und außen beschrieben. Запечатанную семью печатью. Mit sieben Siegeln versiegelt. И видел я ангела сильного. Und ich sah einen starken Engel, der verkündet mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinblicken. Я много плакал о том, und ich weinte sehr, что никого не нашлось достойного weil niemand würdig раскрыть и читать сию книгу. Befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen. Видите, о чем церковь плачет? Noch auch hineinzublicken. Sieht er, Apostel über was представитель церкви. Gemeinde weint. Это лицо церкви. Апостол Иоаннес они плачут о себе. Der Bild der Gemeinde und er weint nicht über sich selbst. Er weint nicht über seine Bedrängnis, über seine Krankheiten. Wenn du 10 Jahre nicht Heilung erfahren hast, dann kennst du den Christus noch gar nicht, weil dem Christus reicht das, einmal zu dir zu kommen, dass du geheilt wirst. Wer ist hier? Я не проповедую ласковые проповеди. Ich predige keine Predigten, die Ohren kitzeln. Ich habe andere Berufung. Никто не может, и он плачет. Keiner kann öffnen und er weint. Никто не может. И один из старцев сказал мне. Und einer von den Ältesten spricht zu mir. Не плачь. Weine nicht. Вот. Sie. Лев от колена Иуды. Es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Die von Wurzel Davids. Er ist überwunden und er kann das. Ich kann nicht evangelisieren.
Ich kann nicht Heilung empfangen. Ich kann nicht Befreiung erleben. Ich kann keinen Hauskreis führen. Und er kann das. Weil er überwunden hat. Er hat überwunden. Ich kann heute Dämonen austreiben, nur weil ich meine überwunden habe. Ich kann heute heilen, weil ich meine Krankheiten überwunden habe. Ich kann die Sünden vergeben, weil meine Sünden vergeben sind. Und überwunden habe ich das alles durch Blut Christi, durch Blut Lammes und meines Zeugnisses. Überwindet den Teufel. Und er sagt, es gibt jemanden, er kann das, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und sie посреди престола in der Mitte des Thrones 4 животных und der 4 lebendigen Wesen посреди 4 животных, это 4 Евангелия. 4 lebendigen Wesen, das sind 4 Evangelium. Это 4 Евангелия. 4 Evangelium. Орел, бык, лев и человек. Der Adler, der Stier, der Löwe und der Mensch. Это 4 послания. Das sind 4 Botschaften. Все Евангелия несут разные послания. Jede Evangelium bringt eine andere Sicht der Evangelium. Львиное завоевателя. Adler von Adler, von Löwe, der überwindet und Stier, der arbeitet für Gott. Ими четырех животных и посреди старцев стоял Wesen, Агнец. Und inmitten der Ältesten stand ein Lamm. Как бы wie geschlachtet. Старцы это 12 колен. 12 и 12 апостолов. 12 Stämme und das sind die Ältesten und das sind die 12 Apostel. 12 колен и 12 апостолов. 12 Stämme von Israel, 12 Apostel. Посреди них стоит Агнец. Und mitten drin steht das Lamm, wie geschlachtet, und er hat 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechte dessen, der auf dem Thron saß. Er ist zum Gott Vater gekommen, hat das Buch genommen. Was für ein Dienst. Ich möchte auf so einen Gottesdienst kommen. И когда он взял книгу, und als es das Buch nahm, тогда 4 животных, fielen die 4 lebendigen und 24 старцы, und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, имея каждый гусли, und sie hatten jeder eine Harfe чаши, und eine goldene Schale, полные фимиама, voll Räucherwerk, которые, das sind суть молитвы die Gebete der Heiligen. Вот где святые молитвы. Und da sind die Gebete von den Heiligen. Вот они. Da sind sie. У престола Божьего. Vor dem Gottes Thron. Они в твоей комнате. Nicht in deinem Zimmer. Где ты только что сплетничал за пастора. Da, wo vielleicht gelästert hast über jemanden, über Pastor, hab die Gemeinde gespottet und dann beten gegangen. Dann kommt die Gebet nicht auf den Thron im Himmel, sondern vielleicht beim Satan. Deswegen warne ich dich. Und ich bitte dich, ich ermahne dich, bitte nimm keinen Teil an diesen Gebeten. Bete nicht mit solchen Menschen. Höre auf die Menschen, die ihr Leben hingeben für Evangelium, die beten für Errettung der anderen Menschen, beten für Evangelisation, für Mission, für Beten für die andere, für die Stadt, für die Gemeinden. Und für die Länder sogar. Diese Gebete kommen zu dem Gottesthron an. Diese Gebete nimmt der Jesus in seine Hand. Und auf diese Gebete wird selbst Christus auch antworten. Wer ist hier? Und wenn Gemeinde so
beten wird, mit solchen Gebeten, dann werdet ihr sehen, was hier passieren wird, was für Salbung wird auf diesen Gottesdienst kommen, wie stark wird Gott euch mit Kraft erfüllen, um diese Mission zu erfüllen. Amen. Amen. Ну, сейчас я проповедовать буду. Jetzt fangen wir an zu predigen. Это было вступление. Das war, ja, Anfang. А сейчас наконец-то. Vorwort. Jetzt endlich sind wir da. Молитва. Gebet. Тема называется «Четыре почвы». Das Thema heißt «Vier Arten von Boden». Евангелие от Луки 8:5. Lukas Evangelium 8:5. Вышел сеятель сеять семя свое. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu säen. Когда он сеял, und als er säte, иное упало при дороге, fiel etliches an den Weg, и было потоптано, wurde zertreten. И птицы небесные поклевали. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Иное упало на камень, und anderes fiel auf den Felsen. И взойдя засохло. Und als es aufwuchs, verdorrte es, потому что не имело влаги. Weil es keine Feuchtigkeit hatte. Я тоже сейчас засохну, наверное. Ich trockne auch aus, wenn ich nicht trinke. А иное упало между терни. Und anders fiel mitten unter die Dornen. И выросли терни. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. А иное упало на добрую землю. Und anderes fiel auf das gute Erdreich. И взойдя принесло плод. Und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Сказав сие, und als er das sagte, возгласил, rief er, кто имеет уши, wer слышит, Ohren hat zu hören, да слышит, der höre. У вас есть уши? Habt ihr Ohren? Проверь, есть уши. Also prüfe nochmal, ob du Ohren hast. Значит, ты должен это услышать. Dann musst du das doch hören können. Ты должен это услышать. Du musst das hören. О чем эта притча? Über was ist denn diese Gleichnis? Объясняя ее значение ученикам, Иисус говорил о том, что wenn Jesus dieser Sinn erklärt hat, dann hat er gemeint, aus vier verschiedenen Menschenarten, die Wort hören, только один способен nur легко eine принять его и спасти. Ist fähig, dieses Wort zu empfangen und errettet zu werden. Но это не значит, что das остальные heißt aber трое, nicht, dass die anderen drei müssen in die Hölle gehen. Просто чтобы спасти остальных. Nur um die anderen zur Errettung zu bringen. Haben wir gesprochen über vier Gesetze gestern, dass man den Menschen zur Rettung bringen kann, dass alle gerettet werden können. И чтобы спасти всех остальных троих. Und dass alle drei anderen zur Errettung kommen. Мы говорили о 12 шагов или сколько? 12 шагов или 7? Семь шагов. Haben wir über sieben Schritte gesprochen zu der Errettung. И первый шаг. Und erster Schritt ist das Gebet. То есть если ты попроповедовал, also wenn du gepredigt hast, слушать, und drei haben nicht hören wollen, пришел, einer hört und kommt, а трое отпали, und alle anderen fallen weg, aus welchem Grund? Причине, aus dem Grund, weil что за них недостаточно молятся. Man nicht genug gebetet hat für diese Menschen. И поэтому und deswegen, смотрите, schaut mal. Откровение 20:15. Wir machen Offenbarung 20:15 auf. Offenbarung 20:15. Иисус раскрыл книгу. Jesus öffnete das Buch. И там дальше написано. Und da steht weiter geschrieben, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Liebe Gemeinde, von uns ist es abhängig, wie viele Menschen werden ins Buch des Lebens eingeschrieben. Das hängt auch von uns ab. Von uns hängt es ab, wie wird das Buch geöffnet. Und von uns hängt auch ab, wer da reingeschrieben wird.
Bitte höre das. Glaubst du, dass dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist? Wer glaubt, bitte hebt eure Hand. Dein Name ist im Buch des Lebens eingeschrieben. Nur weil jemand dir verkündet hat, das Evangelium. Jemand hat für dich gebetet. Vielleicht bist du nicht gleich gekommen zu Jesus, aber für dich hat man weiter gebetet. Diese Same, was auf dem Weg fiel, schaut mal, Jesus erklärt das selbst in Lukas 8, 12. Er erklärt das, legt aus seinen Jüngern. Die am Weg sind die, welche es hören. Also sie können hören. Danach aber, danach, kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Das heißt, solange du siehst, hat der Teufel nicht angefasst. Жизнью, грешишь, du лебst und сündest, dienst dem Satan, чувак. Alles gut, du gehörst mir, sagt der Teufel. Aber solange man dir ein Wort gesät hat von Gott, will Satan sofort dieses Wort stellen. Wie macht er das? Er zieht dich ein in irgendwelche Sachen. Du bist ja an dem Weg und er sagt, geh doch weiter. Für was brauchst du Gemeinde? Geh meine Wege, mach das, was du willst. Alles gut. Diese Kategorie der Menschen, wir lesen noch weiter, nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Also sie werden auch dann nicht ins Buch des Lebens eingeschrieben. Diese Kategorie der Menschen, die nicht Evangelium annehmen wollen, unter keinen Umständen, haben wir gestern eine Skala gesehen, die gibt es noch beim Daniel, das kann man auch in Deutsch finden. Ich gebe euch Rat, diese Skala zu sehen, zu haben, und dann könnt ihr mit dem Menschen reden und könnt feststellen, auf welchem Niveau dieser Mensch ist. Die Steine sind die Festungen. Das sind die falsche Offenbarungen. Deswegen kann der Mensch eine Offenbarung haben, dass der Satan zum Beispiel rettet. Der Satan ist größer als Gott. Die Satanisten glauben das zum Beispiel. Und sie beten den Satan an, sie machen diese Tattoos, sie machen Bilder zu Hause und sie glauben, dass der Satan der Gott ist. Versteht ihr? Weil der Satan hat aus dem Herzen geklaut, gestohlen. Also war das Herz dem Satan zur Verfügung gestellt, weil er ganz einfach da reingekommen ist und hat es weggenommen. Also die ernsthaften Menschen, die besessen sind, man soll ihnen predigen und diese Festungen des Satans zerstören mit dem Wort der Wahrheit. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen Finsternis, gegen teuflische Geister. Und das ist auch der Kampf. Wir verstehen, dieser Mensch, er ist in den Festungen von Satan und man soll für ihn gebetet werden, damit er befreit wird davon. Wer ist hier? Und die Christen wollen oft nicht dienen, sie lassen es einfach los, weil das eine Arbeit ist. Zu Reha-Zentrum kommen die Menschen, die sind dem Satan geweiht worden. Der Mensch, der hat zum Beispiel
viel erlebt, sogar Menschen getötet vielleicht. Und der hat solche Tattoos und da sind so Schädel aufgedruckt, 6 Schädel aufgedruckt. Und das sind Eids vor Satan, dass er 6 Menschen töten wird in seinem Leben. Das ist so ein Bündnis mit Satan, damit man vom Satan noch mehr Kraft bekommt. Gestern wollte er zu mir in Freundschaft bei Facebook. 2 Schädel sind schon gestrichen. Also 2 Menschen hat er schon ermordet. Ich habe für ihn gebetet. Ich habe ihn zur Bekehrung gebracht. Wir haben ihn getauft im Wasser. Tausende Dämonen sind von diesem Menschen gegangen. Versteht ihr? Das ist nicht so passiert. Dämon, geh raus. Ich werde jetzt die Hände auflegen und dann fällst du um und dann jeder sieht, wie gesalbt ich bin. Nein, ich war auf dem Haupt gelegen, selbst zu Hause, habe für ihn gefastet, habe Kraft gesammelt, damit ich gegen diese Dämonen austreten kann. Meine Mannschaft hat dafür gebetet und gefastet, weil das ist... Da waren 20 Menschen zu diesem Zeitpunkt, die solche Hilfe gebraucht haben. Zu uns in Rehab-Zentrum hatte Angst, Kriminalpolizei zu kommen. Weil solche Menschen da drin waren. Und wir sagen noch zu den Polizisten, ihr sollt hier nicht rauchen, hier wird es nicht geraucht. Keiner raucht hier. Wenn ich über Rehab-Zentrum rede, dann denken die Menschen, naja, sind ja ein paar Drogenabhängige, okay. Und diese Festungen müssen zerstört werden. Hört bitte. Wenn ihr solche Menschen nicht zu Gott bringen werdet, nicht lernt, solche Menschen zu bekommen, für was brauchen wir diese Menschen, Pastor? Weil diese Menschen, sie werden eure Menschen aus der Gemeinde rauszehren wieder in die Welt, wenn ihr sie nicht reinholt in die Gemeinde mit Verführungen. Wenn ich auf dem Encounter für eine Frau bete und sie sind zum Beispiel vergewaltigt worden, ich bete für die Jungs, die auch vergewaltigt waren. Wer hat das getan? Diese besessenen Menschen da draußen. Wenn du wahrhaftiger Christ bist und dein Herz schmerzt wirklich für diese Menschen, dann wirst du diese Stadt von diesen Idioten befreien. Und du kannst sie bereinigen, so dass du sie in die Gemeinde bringst, zu Jesus, und Gott wird sie bereinigen. Weil wir waren ja genau dieselben. Und wir haben auch diese Bosheit getan. Wir verstehen ganz genau, über was hier die Rede ist. Ich kann noch tiefer darüber reden. Sehr weit tief. Aber nicht heute. Aber ich sag's euch. Same, was gefallen ist am Weg, das ist kein verfehlter Same. Alle 4 Samen, die waren alle gleich stark, alle gleich inhaltig. Aber Same wird nicht auf dem Stein sterben. Deswegen müssen die Steine zerbrochen werden. Und dann wird der Same in richtigen Boden fallen. Die Steine liegen auf dem Acker, auf dem Boden, auf dem richtigen Boden. Ich sage dir etwas, das ist der Mensch, bei dem diese 6 Schädel aufgedruckt sind, der Eid gegeben hat, dem Teufel, die Menschen zu töten, er ist nicht schlechter als ich.
Ничем. In keinem, keiner Weise. Просто в его сердце Nur лежат камни. In seinem Herzen liegen die Steine, которые положил туда сатана. Die der Satan da reingelegt hat. Просто над этим человеком что-то делали, Über diesen Menschen hat man sich gehext. Man hat ihm dem Satan geweiht und diese Steine hat man ihm reingelegt. Und Teufel ist gekommen, diese Same von Gott wegzunehmen aus den Steinen. Und er kann das aus dem Boden rausziehen. Er kann es aus den Steinen besser rausnehmen, aber aus dem richtigen Boden kann er das nicht, weil er muss da rumsuchen in der Erde. Und wenn der Same in die Erde richtig reinfällt, stirbt das in der Erde und er kann das nicht mehr rausholen. Und deine Arbeit, diese Steine wegzunehmen und den Samen reinzuwerfen, damit er weit rein in die Erde reingeht. So predigen Evangelium, dass es bis zum Herzen reinkommt. Und dieses Wort, das gesät wird in ihn und er wird zur Errettung kommen. 2. Коринфянам 4:4. 2. Коринфянам 4:4. Должно прозвучать в твоих сейчас, в твоем разуме, Das soll in deinem Verstand wie ein rote LED leuchten. Ich habe bei mir sogar rot hier unterstrichen. Смотрите, если же закрыто благовествование наше, bei den Ungläubigen, denen der Gott diese Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welche Gottes Ebenbild ist, который есть образ Бога невидимого. Welche Gottes Ebenbild ist. То есть у него закрыт ум. Das heißt, bei ihm для него закрыто сердце. Ist Verblendung. Sein Verstand ist verblendet. Und du als Gläubiger, ты знаешь, что он не хочет слушать. Du weißt, dass er nicht hören will, dass er nicht zur Errettung kommen will. Er will sich nicht verändern lassen, aber du weißt, du kennst die Wahrheit. Wenn der Same reinkommt, wenn diese Festungen zerstört werden, wenn die Steine weg sind und der Boden vorbereitet ist und der Same in den richtigen Boden fällt, bei diesem Menschen kommt eine Chance zur Errettung zu kommen. Das ist Gottes Dienst. Das ist Arbeit Gottes. Wir sind Mitarbeiter auf dem Acker Gottes. Wir sind Mitarbeiter auf dem Acker Gottes. Was machen die Mitarbeiter auf dem Acker? Die bereiten den Boden vor, die tun die Unkraut weg, die machen Boden weich, die machen Samen säen. Das sind die Arbeiter und das ist die Gemeinde Gottes. Und nicht über Pastor irgendwie lästern. Das ist keine richtige Gemeinde. Die Gemeinde arbeitet auf dem Acker Gottes. Und der sein Talent vergraben hat auf dem Boden, er hat ihm gesagt, du wirst gefoltert werden, viel. Halleluja, ой-ой-ой. Halleluja oder oh-oh-oh. Я думаю, каждый из вас знает такого человека. Ich denke, jeder von euch kennt solche Menschen, который имеет камни в сердце, die Steine im Herzen который trägt, не хочет слушать, der nicht hören will, не хочет спасаться, der nicht zur Errettung kommen will, продолжает творить der добро, fängt зло, einfach weiter böse Sachen zu tun, fängt, macht weiter Evangelium abzulehnen. Ich war genauso, glaub mir. Aber für mich hat man immer gebetet, weiter gebetet. Für mich hat man weiter gebetet. Deswegen stell dir diesen Menschen vor, vielleicht ist er alleine, vielleicht sind sie mehrere.
Представь в своем воображении этого человека сейчас. Du das in deinem Verstand diesen Menschen jetzt hervorrufen. Закрой свои глаза. Und schließ deine Augen. И мы сейчас за него помолимся. Und wir werden jetzt für ihn beten. Я уже знаю, за кого я сейчас ich помолюсь. Ich weiß jetzt schon genau, für wen ich bete. Отец Небесный. Vater im Himmel. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Ich bitte im Namen Jesu Christi. За этого человека. Für diesen Menschen. Назови это имя, du kannst ты его сейчас bei видишь, Namen nennen diesen Menschen. Я помолюсь за Дзинтерса. Ich werde für den Dzintars beten. И выступая против бесовского духа. Und ich stehe gegen den dämonischen Geist. Который ослепил его ум. Der sein Verstand verblendet hat. Да, как Христос сказал, что он помазан Als открыть Christus глаза слепых. Dass er gesalbt ist, den Blinden Я die верю, Augen Отец, что wieder помазание Иисуса Христа Genauso glaube ich, dass die Salbung von Christus ist auf der Gemeinde heute. Я повелеваю тебе бес. Und ich befehle dir, Dämon, во имя Иисуса Христа, im Namen Jesu Christi, оставь ум этого человека. Verlass Verstand diesen Menschen im Namen Jesu Christi вон. Und geh weg im Namen Jesu. Дух ослепления. Der Geist der Verblendung. Ты не имеешь законной власти. Du hast keine Anrechte auf diesen Menschen. В жизни этого человека, sein Leben, в разуме этого im человека, Verstand diesen Menschen. Он искуплен кровью Иисуса. Er ist erkauft durch Blut Christi. Поэтому оставь его во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. И выйди из него во имя Иисуса. Raus aus seinem Verstand, im Namen Jesu. Иисус, я прошу тебя. Jesus, ich bitte dich. Дай этому человеку прозрение. Menschen durchleuchtung, damit er wieder sieht твоего слова. Und versteht dein Wort. Сделай его способным. Mach ihn fähig. Принять слово dein твое. Wort zu empfangen. И твое вечное спасение. Deine ewige Errettung zu erlangen. Amen. Amen. Вам нужно сделать список этих людей. Ihr müsst eine Liste machen, die zu dieser ersten Art des Bodens gehören und ständig beten, dass diese Kraft der Dämonen, diesen Festungen zerstört wird und Gott bitten, dass sie durch Heilung bekommen und dass sie Evangelium empfangen. Versteht ihr? Ich sag euch, Gemeinde, dass ihr keinen Streit haben Wer wie betet, betet вот einfach nach dem Wort. Das ist wahrhaftiges Gebet von der Gemeinde. Том, beten, dass der Mensch diese людей. Stadt befreit von diesen Menschen, bereinigt. Dass diese Menschen anders werden und in die Gemeinde kommen. Halleluja. Halleluja. Und zu Pastoren werden. Я уже вам сказал, что у нас 80% таких Ich habe euch gesagt, 80% solche Pastoren. Я из них самый добрый. Ich bin von denen der beste, der bestgütige. 2 Коринфянам 10:4-5. 2 Korinther 10:4-5. Это ваше оружие. Das ist eure Waffe. Я скажу места Писания, запишите их. Bitte schreibt euch diese Bibelstellen auf. Это оружие на разрушение Das ist Waffe, dass wir diese Festungen des Teufels zerstören können. 2 Коринфянам 10:4-5. 2 Korinther 10:4-5. Иакова 4:7. Jakobus 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежите. Unterstellt euch dem Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. 1. Johannes 3:8. 1. Johannes 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола. Wer die Sünde tut, der ist von dem Teufel. Потому что сначала дьявол согрешил. Weil der Teufel hat als erster gesündigt. Для сего-то явился Сын Божий. Deswegen ist auch der Gottessohn gekommen, чтобы разрушить дела дьявола. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Евангелие от Луки 10:18. Evangelium Lukas 10:18-19. Он же сказал им, er hat zu ihnen gesprochen, я видел сатану, спадшего с ich hatte den Satan gesehen, der vom Himmel gefallen ist, wie ein Blitz. Und ich gebe euch die Vollmacht, auf die Schlangen und Skorpionen zu treten und auf alle Kraft und Macht des Feindes. Und er wird euch nicht schaden können. Amen. Amen. Es wird uns nicht schaden können. Wir beten nach dem Wort. Второе.
Zweitens, семя, упавшее на Same, камень, was auf die Steine gefallen ist. На камень. Auf die Steine. Евангелие от Луки 8:13. Das ist wieder Evangelium von Lukas 8, ab Vers 13. Упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Но которые не имеют корня. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glaubten nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das sind люди, которые приходили сюда. Das sind die Menschen, die waren hier in der Gemeinde. Может, даже приняли крещение. Vielleicht haben sie sogar Wassertaufe angenommen. Раз какой-то проблема в церкви началась. Aber es gibt ein Problem, vielleicht auch in der Gemeinde, und dann sind sie gar nicht mehr hier. Deswegen, wenn du irgendwelche Probleme erlebt hast in der Gemeinde und du bist geblieben, dann bist du nicht mehr in dieser Kategorie. Gott sei Dank dafür. Dem Herrn sei Dank dafür. Wer sind diese Menschen? Смотрите, Евангелие от Луки 22:32. Lukas Evangelium 22:32. Я сейчас буду говорить о Петре. Ich möchte jetzt über Petrus reden, который написал там несколько книг в Новом Завете. Der manche Bücher geschrieben hat. И смотрите, Иисус говорит. И сказал Господь: Симон, Симон. Да, сам Петр, он отрекся от Иисуса. Der Petrus selbst hat sich abgewandt von Jesus. Такой момент, что он пошел рыбачить, abgesagt, er hat sich abgesagt von dem Herrn verraten und er ist wieder zurückgegangen und fischen gegangen. Того, вернулся, Aber als er wieder zurückgekehrt ist, sagt Jesus hier Simon, zu ihm, Simon, ich aber habe, Satana просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er sagt, Satan hat gebetet, begehrt, euch zu sichten, wie den Weizen. Höre bitte mich. Spaltung in der Gemeinde, das ist immer der Satan. Selbst Jesus sagt, der Satan hat begehrt, hat gebetet, euch zu verteilen auf dem Acker, auseinanderzuschmeißen. Und молился. Ich habe gebetet. Er sagt, hörst du, die geistliche Welt sieht auf dich wie auf ein Same. Ich habe gebetet, dass du als Same fest bleibst in dem Boden. Und wenn du selbst fest bleibst in dem Boden, dann kannst du auch die anderen stärken, festigen. Ich bete, dass Gott dich in dieser Gemeinde befestigt, dass diese Gemeinde auch von Gott ist, dass du auf dem richtigen Platz bist. Du musst fest werden und mach andere fest da drin. Чтобы дьявол не искушал здесь кого-то, dass der Teufel nicht сесть, versucht, разойтись, irgendwie zu sitten, auseinanderzulaufen. Это дьявол так Teufel predigt so. А Дух Святой und Heiliger Geist, er möchte, dass du dich vertiefst und befestigst, dass du Wurzeln lässt und auch dann die Frucht bringst. Это вызов кому-то сегодня. Das ist Ruf zu jemandem. Hör auf, in der Hand des Satans zu sein und immer irgendwas wollen. Ich gehe dann woanders dahin. Ah, ich mache meine Gemeinde auf. Ich werde so und so beten. Satan tut das. Er will euch sitten. Und Gott will euch vertiefen.
in dieser Stadt, damit ihr befestigt werdet und jeder, der kommt, auch befestigt wird, dass ihr diese Menschen auch stärkt und befestigt, dass hier eine Gottesgemeinde ist und hier die Botschafter von Gott sind. Hier wird Gottes Arbeit durchgeführt und nicht von dem Satan. Halleluja. Поэтому есть люди, которые колеблются. Deswegen es gibt Menschen, die schwanken, ушли, kommen, gehen, suchen. Прихожане, так называют. So Besucher. Я вот думаю только, где они на небе будут. Ich denke nur, was machen sie in dem Himmel? Wo gehen sie dorthin? На небе будут прятаться. Im Himmel, wo werden sie sich verstecken? Походу, они туда вообще не попадут. Wahrscheinlich kommen sie gar nicht dahin. Потому что это вторая почва. Weil das ist zweiter Boden, dieser schwankende Mensch. Amen. Скажи, я семя. Sag bitte, ich bin Same, was in den richtigen Boden eingesät ist. Und ich werde ernsthafte Wurzel hier wachsen lassen. Und von mir wird ein Baum wachsen. Unter diesem Baum werden ganz viele Vögel sich Platz finden. Neste finden, dass jeder über meinen Flügeln einen Platz finden kann. Neben mir. Und mit mir wird jedem Menschen Komfort sein, gut sein, weil ich gesalbt bin mit dem Heiligen Geist, dass ich die anderen auch festige, stärke, wurzele im Namen Jesu. Amen. Prophet Ezekiel 36, 26. Hesekiel 36, 26. Я дам вам сердце новое. Ich gebe euch ein neues Herz. И новый дух дам вам. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneren legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das ist Austausch des Bodens. Austausch des Bodens. Когда люди с каменным сердцем, wenn die Menschen mit dem steinigen Herzen sind, die können nichts fassen. Sie können nichts fassen. Sie sind in ihren Festungen voll mit dem Zeug. Deswegen muss man Gott bitten, bitte nimm diese Steine weg. Gib ihnen ein weiches Herz, damit sie das empfangen können. Dein Wort. Поэтому такая категория людей. Deswegen diese Kategorie нуждается в особенной молитве. Sie brauchen auch ein besonderes Gebet. Представь сейчас себе людей. Stell dir vor diese Menschen, которые так живут, die so leben, как эти перекати поля. Diese immer wandeln, immer weiter. Есть такое растение, оно не имеет корня, поэтому катится по полю, катится. Ein Gewächs. Ветер дует, оно катится. In der Wüste, das wird immer weiter. Есть такие христиане, говорят, дунул дух, и они. Die haben keine Wurzel und die werden durch die Wüste immer getrieben. Die sind nicht beständig, sie rollen immer irgendwo von einer Gemeinde in die andere. Es reicht doch schon rumzulaufen. Mach doch die Wurzel rein irgendwo in irgendeinen Boden. Es reicht schon, diese Kugel zu sein, immer weiter zu reden und von allen wegzulaufen. Sei der Mensch, der verwurzelt ist. Möge dein Herz bereit sein, für dieses Wort, das Wort anzunehmen. Und ich werde beten. Stell diese Menschen jetzt vor und bete für diese Menschen. Отец Небесный, я прошу Vater тебя во имя Himmel, Иисуса Христа. Dich im Namen Jesu Christi, прикоснись к этим людям. Назови их имена. Du kannst die Namen nennen jetzt. Прикоснись, Господь. Bitte berühre diese Размягчи Menschen. Их сердце. Mach ihre Herzen Разбей weich. Все твердыни. Zerbrich alle Festungen. Религиозные. Alle religiöse Festungen. Сатанинские. Festungen. Отступнические. Обтруничкайт. Бунтарские. Rebellion. Сделай это сердце способным принять слово. Mach dieses Herz bereit, das Wort zu empfangen. Твое слово, Господь. Dein Wort, Herr. И уверовать в него. Und zu glauben. Ты обещал
Вместо каменного сердца du дать нам сердце плотяное. И я прошу тебя, измени его. Zu geben, und ich bitte dich, verändere diesen своей чудесной силой. Mit deiner wunderbaren Kraft. Убери из сердца разжесточение. Nimm weg diese Verhärtung aus dem Herzen, diese Versteinigung. Пусть твое слово как молот. Möge dein Wort wie ein Hammer. Сокрушит этот камень. Zerbrechen diesen Stein. А потом напиши свои законы в этом плотяном сердце. In diesen fleischlichen Herzen rein. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. И мы дальше читаем из Иезекииля 11:19. Wir lesen im Hesekiel jetzt noch eine Bibelstelle. То есть вы видите, что моя молитва, она основана на слове. Ihr seht, dass mein Gebet auf dem Gottes Wort basiert ist. Ich bitte nicht das, was ich will. Ich bitte das, was Gott will. И дам им сердце единое. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Когда у нас Halleluja. У всех будет одинаковое wenn сердце, wir alle ein Herz это haben, сердце будет единое. Wenn das einiges sein wird, давайте все вслух скажем. Lass uns zusammen aussprechen. Отец, Vater, во имя Иисуса, im Namen Jesu Christi, дай нам сердце gib единое. Uns ein einiges Herz. Amen. Amen. Einiges Herz. Das ist Herz des Christus. In uns, in jedem von uns. Ja, ich will ihnen neuen Geist in eure Innerstes legen. Meine Werten, wenn wir verschiedene Überzeugungen, verschiedene Festungen und wir laufen alle in irgendwelchen Geistern rum, aber wenn wir alle einiges Herz haben, fleischliches, kein steiniges, und Gott füllt uns alle mit einem Geist des Christus. Amen. Schaut mal. Und dann im Herzen plotinoe. Чтобы они ходили по заповедям моим. Und ich, damit sie in meinen Satzungen wandeln. Да? То есть там написано, он заберет каменное, даст плотяное. Steiniges Herz wird weggenommen und Resultat dessen, dass sie ein fleischliches Herz haben, wird sein, dass sie nach Satzungen Gottes wandeln und Rechtsordnungen von Gott bewahren und tun sie. Они просто говорили. Und nicht nur reden. И проповедовали. Und predigen. И будут моим народом. Und sie sollen mein Volk sein. А я буду их Бог. Und ich will ihr Gott sein. Halleluja. Halleluja. Понимаете? Versteht ihr? Я начал эту вообще школу с того, что ich habe diese Schule angefangen, dass это кровь, Adam и это душа. Ist, wenn wir die Buchstaben einzeln nehmen, das ist Gott Elohim, das ist Seele, das ist Blut. Erste ist fleischliches Adam, zweitens ist geistlicher Adam. Und hier ist er gekommen, dass wir verändert werden im Herzen, dass unsere Seelen erkauft werden, dass wir in seinem Geist erfüllt werden und ein neues Volk sein, Auserwählte, königliche Priesterschaft. Halleluja. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, чтобы вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать. Ich werde in euch mein Geist reinlegen und mach so, dass ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Смотрите. Марка 8:17. Markus 8:17. Иисус, уразумев, говорит им: Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще не понимаете и не разумеете? Und als еще ли окаменело у вас Jesus merkte, сердце? Dass es zu ihnen sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtestes Herz?
Jesus spricht mit den Jüngern. Er sagt, ihr denkt immer noch, dass ihr kein Brot habt, dass ihr zu wenig Lohn habt, dass ihr zu wenig zur Verfügung habt, dass ihr alleingelassen seid und ohne Versorgung seid. Glaubt ihr das wirklich immer noch? Glaubt ihr immer noch und betet immer noch dafür? Ich bete schon lange dafür, dass die Menschen errettet werden. Weil mein Herz ist anders geworden. Geist ist anders. Ich möchte, dass wir alle in einem Geist sind. Ich habe Cola getrunken. Jetzt klebt alles. Mikrofon. Хорошо. Gut. Семя, упавшее в терни, третий. Jetzt dritte Art von Same, was in die Unkraut reingefallen ist. Евангелие от Луки 8:14. Lukas 8:14. А упавшие в терни это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen dieses Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Wer sind das? Sektanten. Sind zu Gott gekommen und nur ihr Leben interessiert sie. Versteht ihr? Da ist es. Dieser Boden ist hier. Diese Kategorie, das sind die sehr verführt sind durch diese alltägliche Sachen, materielle Wohlstand, irgendwelche Leben in guten Umständen, die können auch besessen sein, die können auch mit irgendwelchen falschen Gewohnheiten gebunden sein. Vielleicht sind das auch irgendwelche Guten, aber sie ziehen sie von Gott weg. Paulus sagt, nichts darf mich beherrschen. Ich meine alles für den Müll. Ich halte alles für den Müll. Nur, dass ich den Christus besser kennenlerne. Das ist Ziel von dem gläubigen Menschen. Er läuft zu diesem Ziel, zu dem besten Berufung. Für das lässt er alles liegen, weil das Herz gehört an Christus. Lukas 9:59. А другому сказал: Следуй за мной. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Предоставь Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. А ты иди. Du aber geh hin. Куда? Wohin? В секту. In die Sekte? Нет. Nein. Благовествуй. Und verkündige das Reich Gottes. Многие люди говорят: Папа, я сейчас не могу за тобой смотреть, я в церкви. Viele Menschen sagen: Papa, я не могу Vater, тебе помочь, ich kann dir nicht helfen, ich gehe in die Gemeinde, ich helfe der Gemeinde. Jesus sagt: Heuchler. Понимаешь, лицемеры. Heuchler. Но если ты пошел благовествовать, aber wenn du gehst und verkündest, dann bist du nicht mehr der Heuchler. Verkündige, geh hin, sagt Jesus. Wenn bei meinem Freund in der Gemeinde der Sohn gestorben ist, habe ich angefangen zu beten. Er hat gebetet, dass wir bei der Beerdigung dienen. Und ich habe gebetet. Und Gott sagt zu mir: Sollen die Toten beerdigen. Und du geh hin und verkünde Evangelium, Reich Gottes.
Und ich habe gesagt, Gott, das ist doch mein Bruder. Das ist doch mein Bruder im Christus. Ein Mensch aus meiner Gemeinde. Wie kann ich ihm das sagen? Wie soll ich ihm das sagen? Sag es ihm. Möge sein Herz verändert werden. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, mein lieber Freund, ich beerdige nicht die Menschen. Es gibt solche Bestattungsinstitute, die sollen beerdigen. Und ich komme hin, um mit dir zu weinen und an diesem Ort trotzdem Evangelium zu verkündigen, gute Botschaft zu predigen. Ich bin auf der Beerdigung dann rausgegangen. Da war evangelische Gemeinde und die haben beerdigt und ich habe Evangelium dort verkündet. Circa 50 Menschen waren da, die waren sogar kriminell, weil der ist auch ehemaliger Bandit, dieser Mensch. Und ich habe Evangelium dort verkündet. Und nach 1,5 Jahren starb seine Tochter noch. Und davor ist auch noch eine Tochter gestorben. Und ich bin wieder hingefahren. Der hat sein drittes Kind beerdigt dort. Er ist bei mir in der Gemeinde, dieser Mensch. Ich habe gesagt, wir sind noch nicht bis dahin gewachsen, dass wir sie auferstehen lassen. Aber wir sind bis dahin gewachsen, dass wir dich nicht alleine lassen mit diesem Problem und dass wir mit dir diesen Weg mitgehen. Und wieder habe ich auf diese Beerdigung gute Botschaft verkündet. Frohe Botschaft. Indem wir das Mädchen beerdigt haben, die war noch nicht mal 7 Jahre alt. Erstes Kind war 4 Jahre alt. Und ich habe dort Evangelium gepredigt, bei dieser Beerdigung. Und bei der zweiten Beerdigung sind alle zu mir gekommen und haben gesagt, wie stark sind sie? Ich habe gesagt, nicht ich bin stark. Stark ist Gott in mir. Und bei dieser Beerdigung habe ich an der Bibelstelle gepredigt, dass besser ist es, bei der Beerdigung sein, als beim Geburtstag. Weil bei Geburtstag freuen sich alle, dass der Mensch in die Welt gekommen ist, aber niemand denkt darüber nach, was nach dem Tod geschehen wird. Und bei der Beerdigung denken alle nach. Das ist der beste Ort, um Evangelium zu verkünden. Und ich habe diese Bibelstelle vorbereitet, komme raus mit meiner Frau, ich wollte schon hinfahren, meine Frau sagt, hast du nicht vergessen, dass deine Tochter heute Geburtstag hat? Und ich habe an diesem Tag ein anderes Mädchen beerdigt. Und gestern hatte meine Tochter Geburtstag und ich habe Evangelium gepredigt bei der Beerdigung. Darüber spricht ja Jesus. Schaut mal, nächster Vers. Погребать своих мертвых, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Geh hin und verkünde das Reich Gottes. Еще другой сказал. Es sprach aber auch ein anderer. Я пойду за тобой, Господи. Ich will dir nachfolgen. Но прежде zuvor aber erlaube mir, проститься с домашними. Von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Я поеду в Ашафенбург, Господи. Ich fahre nach Aschaffenburg her. Только позволь сначала к дочке на день erlaube mir erstens zu meine Tochter zu fahren und Geburtstag zu feiern. Und Jesus antwortet. Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Verstehst du? Warum
kommt keine Salbung von Jesus und nicht ausrüstet. Er sieht noch nicht, dass man tauglich ist. Ich habe alles gelassen. Ich bin verrückt nach Jesus. Ihr kennt noch nicht, wie weit bin ich da verrückt. Die mit mir schon länger dienen, die verstehen, die sind auch mittlerweile auch so. Sie sind auch so infiziert worden. Das ist Impfung. Beste Wirkung. Ja. Mach dich da, binde dich an diesen Weinstock. Philipper 3:8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich halte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Люди, Бог всемогущий и вездесущий. Gott ist allmächtig und allgegenwärtig. Мы все ходим в присутствии Бога и живем. In Gottes Gegenwart und leben auch da drin. Но не ко всем приходит Бог. Aber zu keinem kommt Gott. Nicht zu jedem kommt Gott. И не каждый его приобрел. Und nicht jeder hat ihn gewonnen. Не каждый может сказать. Nicht jeder kann sagen, das ist mein Gott. Und ich tausche ihn gegen nichts ein und gegen niemanden. In solcher Beziehung wandelte Paulus. Und deswegen haben Dämonen solche Angst vor ihm. Haben geschrien, wir kennen Paulus. Er sagt, ich will gewinnen Christus, deswegen habe ich alles gelassen. Nicht nur geglaubt, nicht nur zu kennen, sondern es ist mein Christus. Ich habe ihn gewonnen und ich gebe ihn nicht mehr her. Niemand kann das mir wegnehmen. Ich tausche das nicht ein. Römer 16:7. Schaut ganz aufmerksam. Danke. Римлянам 16:7. Der Paulus war auch nicht gleich so. За Павла тоже молились. Für Paulus hat man auch gebetet. Смотрите. Schaut mal. Приветствуйте Андроника. Grüßt Andronikus. Электроник такой. Электроник. И Юнию. Und Junias. Jonas. Вот почему. А, hier bist du. Wir grüßen dich. Сродников моих из узников со мною. Meine Verwandten und Mitgefangenen. Прославившихся между апостолами. Die unter den Aposteln angesehen. И прежде меня еще уверовавших во Христа. Vor mir in Christus gewesen sind. Вот так вот. Когда-то so. Меня спросили, а Павел как пришел, пастор, если все эти почвы надо рушить? Wie Paulus И мы специально denn dazu gekommen ist, wenn man diese ganze Hindernisse erstmal weggenommen werden durch das Gebet. Und da sehen wir, es waren Menschen, die vor dem Paulus gekommen ist. Deswegen ist auch Paulus dem Christus entgegengekommen ist.
Потому что были ходатаи, которые за него молились. Прославленные между апостолами, я думаю, что прославленные своей жаждой молитвы, своим ходатайством. Die sind angesehen, weil sie gebetet haben, weil sie Eifer hatten nach Gott. Amen. Amen. Если вы знаете таких людей, wenn ihr solche Menschen kennt, которые сейчас, может быть, яростно служат религии, die heute vielleicht sehr stark für Religion dienen, и гонят на церковь, und die Gemeinde spotten, остаются в каких-то своих твердынях, sie bleiben in ihren Festungen и fest, не хотят с нами двигаться, sie wollen nicht mit uns zusammen говорят, gehen, что мы не от Бога, und sagen, wir sind gar nicht von и Gott, гонят церковь, und die spotten auf die Gemeinde. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Lasst uns für diese Menschen jetzt beten. Помолимся. Wir werden beten Отец für diese Menschen. Vater im Himmel, я прошу тебя, ich bitte dich, во имя Иисуса im Namen Jesu Christi, спаси этих людей, bitte errette diese Menschen, на нас, die uns verspotten, откроем глаза, как die Павлу, uns verfolgen, mach ihnen пусть Augen они ослепнут auf, wie для dem Paulus, религии, lass sie blind sein für die и Religion, прозреют для тебя, und во имя Иисуса, dass sie wiedersehen werden für Jesus. Открой глаза на Mach то, ihnen die Augen auf, что твое спасение является главным в жизни. Ist in а ihrem все Leben остальное второстепенно. Und alles andere ist zweitrangig. Разрушь неправильные приоритеты falsche Prioritäten в их сердце. In ihren Herzen. И просвети очи und сердца, durchleuchte die Augen in Herzen, чтобы они увидели, damit sie sehen können, победу и наследие, Sieg und die Erbe, надежду, Hoffnung, славного наследия, der herrliche Erbe, всех святых, allen Heiligen, сожгни своим огнем, verbrenne mit deinem Feuer, все плевелы, alle Unkraut, терны, alle Dornen, волчьи, alle Stachel, которые заглушают твое слово, die dein Wort versuchen, пусть оно прорастет, kaputt zu machen, möge dein Wort durchwachsen und hundertfach Frucht bringen. Amen. Amen. Halleluja. И последнее. Und letzte. Иеремия 23:29 еще давайте посмотрим. Иеремия 23:29. Это слово, вот это все записывайте, это для вас оружие, чтобы разрушать эти почвы. Schreibt alles auf, das ist alles, das sind alles Waffen, мешает, damit все, ihr zerstört alles, was hindert, was den Boden почвы, verträgt, was den Boden hindert, den Samen zu empfangen. Das muss слово alles мое bereinigt werden. Ли огню, говорит Господь. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr? И не подобно ли молоту? Und wie ein Hammer, разбивающему der скалу. Felsen zerschmettert. Евреям 12:28. Hebräer 12:28-29. Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Да. С благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Вот нам почему так жарко. Deswegen ist heute sehr warm hier, heiß. Unser Fett wird verbrannt. Помазание этого мира. Zerfressen. Diese Salbung dieser Welt wird verzehrt, damit neue Salbung kommen kann. Weil manche so gesalbt sind, dass man Eier braten kann auf euch. Aber wahrhaftige Salbung ist bei denen Frucht ist. Если ты помазанный, wenn du gesalbt bist, докажи, dann beweise, bestätige das. Приведи сюда три человека. Bringe drei Leute hierher. И сделай их твоими учениками. Und mach sie deine Jüngern. Без помазания ты это не сделаешь. Ohne Salbung wirst du das nicht machen können. А если у тебя есть помазание, und wenn du gesalbt bist, то сделай это. Dann mach das. Мне 70 учеников. 70 Jüngern. У меня 70 учеников.
который проповедует Евангелие, die Evangelium verkünden, без того, чтобы я им это говорил. Ohne, dass ich ihnen das ständig sagen Вчера muss. Мне пришло видео. Gestern habe ich Video bekommen. Мой левит, mein он левит, там der Lobpreis-Diener, er machte Hochzeit ну, in Riga. Такой харизматичный. Er ist sehr charismatisch, dieser Mensch. И он делает свадьбу. Und er macht auch Hochzeiten, Для christliche Hochzeiten церкви, für die Geschwister in Riga. И так как он все воскресенье, und субботу провел на этой свадьбе, er hat Samstag und Sonntag bei dieser Hochzeit war er dabei. Воскресенье просто просидел на служении. Samstag war auf dem Gottesdienst. Но так как он служитель, und er ist Diener, он взял одного гитариста. Er hat einen Gitarristen mitgenommen aus der Gemeinde und hat gesagt, komm, wir predigen in der Stadt. Я вчера пасторам показал. Ich habe gestern den Pastoren Video gezeigt. Встал посередине города. Der steht einfach in der Stadt. Fußgängerzone, Gitarre spielt und er singt dem Herrn. Und wenn die Menschen angekommen sind, man hat gefilmt, wie viele Menschen da gestanden waren, weil er kann ja auch gut singen. Und als sie alle versammelt waren, hat er Evangelium gepredigt. Mitten im Zentrum von Riga. Riga. Das ist Hauptstadt von Lettland. Поэтому то, что я вчера здесь проповедовал, das, оно реально осуществилось. А моя церковь сделала Gemeinde, в Радеберге. In Radeberg, они сделали такой праздник для детей. Die haben ein Fest für die Kinder veranstaltet. Wenn du ein Fest machst, любой ребенок, который это jede, видит, jedes kind, он говорит, мама, sieht, пошли! Мама, komm mit! Komm Papa, hin. Пошли! Papa, ich will dabei sein. И через то, что дети захотели Dadurch, там быть, weil die Kinder dabei sein wollten, sind auch die Eltern mitgekommen. И пока церковь делала программу Und для детей, solange die Gemeinde Programm gemacht hat für die Kinder, die anderen Menschen waren da gestanden, haben den Menschen gepredigt über Jesus. Das waren auch unbekannte Menschen dabei. Heute geht Sonntagsdienst ohne, dass ich dort bin. Ich baue solche Gemeinden, die ohne mich besser funktionieren als mit mir. Und von mir hängt nichts ab. Ich führe die Leute nicht zu mir. Ich führe die Leute zu Jesus. Zu Jesus. Nicht ich werde dich salben, sondern Jesus will dich salben. Wenn du in ihn verliebt bist und sagst, Pastor, Как бы ты не любил Иисуса, Egal, wie du den Jesus я liebst, люблю его больше. Ich lieb ihn mehr als du. Сколько бы ты не говорил, что он твой, Egal, wie du sagst, er gehört сколько dir, бы ты не проводил с ним время, Egal, wie lang du mit ihm die Zeit verbringst, я провожу больше. Ich mach das mehr. Вот что такое любовь. Das ist die Liebe. Ревность. Eifer. Если нету ревности, Wenn kein Eifer da ist, нет любви. Dann ist auch keine Liebe. Там нет любви. Keine Liebe. Мой муж сидит все время в компьютере. Mein Mann sitzt immer in am PC. Если бы ты его любила, wenn ты бы сидела у него на коленке. Sie, wenn du ihn lieben würdest, dann würdest du bei ihm auf dem Schoß sitzen. И закрыла бы ему. Und hättest du ihm sein Monitor verschlossen mit. Сказала, я ревную о тебе. Ich eifere nach dir. Что ты уже компьютер любишь dass больше, чем меня. Dass du PC mehr liebst als mich. Перестань жаловаться. Hör auf zu jammern. Начни побеждать. Fang an zu besiegen. В Иисусе ты можешь победить. In Jesus kannst du alles überwinden. А с Иисусом тем более. Und mit Jesus noch mehr. Четвертая почва. Vierte Boden. Я верю, мы скоро закончим. Ich glaube, wir kommen zum Schluss. Это упавшее на добрую землю. Das ist das, was auf den richtigen Boden gefallen ist. Это, конечно же, она. Das ist natürlich über uns. Это она. Das ist über uns. От Луки 8:15. Lukas 8:15. А упавший на добрую землю это те, которые услышав слово, das in dem guten Erdreich, aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, хранят его в добром и чистом сердце. In einem feinen und guten Herzen. Behalten. Смотрите очень внимательно. Bitte sehr aufmerksam hier. Добрая почва. Gute Услышав слово. Die hören Wort. Хранят его Die bewahren in einem feinen. В добром Und сердце. Guten Herzen.
und Frucht bringen. Gutes Herz. Das gesalbte Mensch, der dem Jesu gehört, der bringt Frucht. Und es ist mir egal, dass manche sagen, ich predige falsch. Es ist mir sowas von egal. Auf alle Lästerungen oder wenn du irgendwas denkst oder irgendwas sagst, Gott wird dich nicht hören. Er wird auf deine Früchte schauen. Und Frucht, was verbleibt. Plot, который остается. Was bleibt da. Понимаешь? Verstehst du? Когда сейчас там приехали новые люди, wenn там кто-то с Украины на меня прогнал, aus Украины, попытался, короче, сделать сплетни, чтобы разрушить церковь. Irgendwelche Lästerungen und irgendwelche Auflehnung in der Gemeinde gegen mich gemacht. Meine Menschen просто сказали, meine Menschen haben einfach gesagt, wer bist denn du? Мы знаем нашего пастора уже 10 лет. Unseren Pastor schon 10 Jahren. Понимаешь? Verstehst du? Плод. Frucht. Когда возле тебя 10 лет wenn люди neben dir 10 Jahre lang die двигаются Menschen с тобой обезбашенно, посвящаются, подражают geht, тебе, служат, und sie приносят amen плод, nach, строят dienen, служение. Sie dienen im Dienst. Какая мне разница, кто что das говорит. Ist mir doch egal, wer was sagt. Включи мозги. Schalte dein Gehirn ein. Und höre nicht diese Spott und Lästerung, sondern schau doch auf die Früchte. Versuch, den Menschen selbst kennenzulernen. Egal, welche böse Zungen das auch reden. Über Jesus wurde gesagt, dass in ihm Dämonen sind, dass er besessen ist durch Beelzebul. Über Jesus sagte man, dass er vom Satan ist. Но это не помешало ему aber das hat ihn nicht gehindert, Frucht zu bringen. Если у Иисуса был ученик Юда, und wenn bei Jesus der Jünger war, der Juda ist, из 12 aus den 12 einer, то если в церкви 120 человек, там dann, их уже 10. Wenn in der Gemeinde 120 Menschen da sind, dann sind schon 10 Judas, so vergleichmäßig. Ein Hauskreis von Judas. Какая разница, сколько юдов? Egal wie viele sind das. Какая разница, кто Христа предал? Egal wer denn Jesus verraten hat. Один предал. Einer hat verraten. 11 за него und die 11 sind für ihn gestorben. Один отступил. Einer ist weggetreten. А 11 пошло с ним und до смерти. 11 sind hingegangen bis zu Ende der Welt. Ты выбираешь. Du kannst auswählen. Кем ты будешь? Wer bist du? Wer wirst du? Und wen wirst du auch hören? Итак, данная категория людей, это почва, diese Kategorie der Menschen, das ist на которой уже Boden, потрудились, über dem man schon gearbeitet hat, vorbereitet hat. Этих людей просто нужно привести к покаянию. Diese Menschen müssen einfach nur in die Bekehrung gebracht werden. Я освободился от наркотиков. Ich habe von Drogen befreit, от болезни, war befreit. Ich habe von от всякого рода зависимостей. War befreit von allen Abhängigkeiten. И потому что я чем-то круче тебя, nicht, weil или лучше ich irgendwie тебя. Besser bin als du oder cooler просто bin за als меня du. Больше и лучше молись. Für mich war nur mehr vielleicht gebetet, vielleicht besser gebetet. У меня родственников куча Meine баптистов. Verwandten, sehr viele Menschen я sind знаю, gläubigen, Baptisten und sie haben ganze Zeit für mich gebetet. Евангелие от Иоанна 4:38. Evangelium von Johannes 4:38. Смотрите, что здесь написано. Schaut, was da geschrieben steht. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились. Ich habe euch а ausgesandt. Zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in die Arbeit eingetreten. Поэтому есть такие люди, deswegen gibt es solche Menschen, которые спасаются очень быстро. Die werden schnell errettet, но не потому, что aber nicht, weil они как-то лучше sie нас, irgendwie besser sind als wir, но просто за них долго молились, weil für sie viel gebetet war.
кто-то трудился, кто-то проповедовал. Hat gearbeitet, hat gepredigt, а мы пришли, пригласили их в церковь. Wir sind gekommen und haben sie eingeladen in die Gemeinde und dann waren sie bei uns geblieben. Когда я так пришел к Богу, als ich so zu Gott gekommen bin, случайно попав в какую-то церковь, zufällig in einer Gemeinde gelandet, wo ein paar Menschen noch da waren, und Gott hat mich wunderbar errettet in dieser Gemeinde. Ich dachte, ich gehe hin und ich werde die ganze Welt retten. Ich dachte, jeder wird so leicht zu Christus kommen und dann sofort Diener werden. А вот дудки вам, Мария Ивановна. Das war leider nicht so. Уже 10 лет служу. 10 Jahre bin ich schon im Dienst. Ни одного такого нет. Und ich habe solche Menschen noch nicht gesehen. В основном вот эти все почвы. Meistens sind das diese anderen drei. Почему мы пришли к этому учению? Warum sind wir zu dieser Lehre gekommen? Weil wir haben geeifert nach Rettung der Menschen. Нам повезет, будут вот такие. Und wenn wir dann Glück haben, wenn wir gesegnet werden, wenn wir diese Menschen haben, aber meistens haben wir bis jetzt zerstören müssen alles, was Teufel gemacht hat an den Menschen. Давайте мы помолимся. Lass uns noch mal beten. Отец небесный. Vater im Himmel. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Покажи мне людей, которые готовы. Zeig mir die Menschen, die принять Христа уже сегодня. Christus zu empfangen heute schon. И пошли их навстречу нам. Und sende sie uns entgegen. Дай нам нужное послание к таким людям. Gib uns richtige Botschaft für diese Menschen. И помоги мне свидетельствовать. Und hilf mir, ihnen Zeugnis abzulegen. Открой мои духовные Öffne глаза. Meine geistliche Augen. И дай мне увидеть, что Und нивы побелели. Lass mich sehen, dass die Acker weiß geworden sind von Ernte. Направь мои ноги на стези правды. Bitte richte meine Füße туда, auf die richtigen Wege. Da, wo ich die Menschen людей. Treffen kann. И обратить их к вере. Und sie zum Glauben bringen. Amen. Amen. Последнее место. Letzte Bibelstelle. Два места, и мы закончим. Zwei Bibelstellen. Wir machen Schluss. Иоанна 4:35. Johannes 4:35. Не говорили ли вы, sagt что er еще nicht, 4 месяца, es sind noch 4 Monate, и наступит жатва. Dann kommt die Ernte. Все говорили, jeder все hat gesagt, jede prophezeit. А наступил карантин. Und dann Quarantäne gekommen. Corona. Жатва – это духовные вещи. Ernte ist geistliche Sache in der ersten Linie. Жатва – это когда Бог тебе показывает, кого Он хочет привлечь. Ernte, das ist, wenn Gott dir zeigt, wenn er bringen will. Когда Бог показывает, что стоит за человеком. Wenn der Gott dir zeigt, was hinter den Menschen steht, was dem Menschen hindert, zur Bekehrung zu kommen. Das ist geistliche Sichtfähigkeit. Und ich sage euch, die Jünger sehen es nicht. Was für Menschen? Sind doch noch 4 Monate bis zur Ernte. Keiner will was hören. Aber Jesus sagt ihnen, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht in die Felder an. Sie sind schon weiß zu Ernte. Das ist sehr prophetische Botschaft von Jesus. Hier öffnet Jesus diese prophetische Evangelismus. Das ist das, worin er selbst gewandelt ist. Er ist zu Petrus und Andreas gekommen und hat gesagt, folgt mir nach. Und sofort haben sie alles liegen lassen und ihm nachgefolgt. Alle 12 hat er so berufen, weil er gesehen hat, diese Acker. Er hat geistlich gesehen, diese Menschen. Sein Herz war voll Eifer, die Menschen zu retten. Sein Herz war so
mit Liebe erfüllt zu diesen Menschen, dass er sofort gesehen hat, welche Menschen bereit waren. Deswegen, wenn wir nicht anfangen, diese vier Gesetze zu erfüllen, diese sieben Schritte zu machen, und Gott wird uns ins höchste Rang der Evangelisation bringen, das ist prophetische Evangelisation. Gott wird dir zuvor schon zeigen, da sitzt in der Bank ein Mensch, in der Kappe, mit der Brille zum Beispiel, und er hat ein Problem. Er war beim Arzt, und Arzt hat ihm Todesdiagnose festgestellt. Geh hin zu ihm und sag ihm, ich will ihn heilen und dadurch erretten. Und dann gehst du hin, du verstehst, du gehst in den Park zum Beispiel und da sitzt, achso, nicht in der Bank, in der Park war das. Du gehst in den Park und da sitzt einer wirklich mit der Kappe, mit der Brille und du gehst zu ihm hin. Du warst vor kurzem beim Arzt und bei euch, bei dir ist Diagnose Krebs. Wow, woher weißt du das? Erste, wer glauben wird, das bist du selbst erstmal. Ich habe Botschaft für dich. Gott heilt dich, damit du errettet wirst. Du kannst hingehen und tun. Kannst du dich untersuchen lassen. Du bist geheilt. Und Mensch fängt an zu weinen, weil Gott berührt ihn in diesem Moment. Das ist prophetische Evangelisation. In diesem Niveau wandelte Jesus und er hat niemals irgendwas so leer dahergepappelt. Er hat das zu Jüngern gesagt, deswegen will er uns da reinführen in diese Ebene. Gott hat mir einmal Frau gezeigt. Ich war in der Bibelschule, ich habe auf dem Boden geschlafen, weil kein Platz war. Es war eine sehr ernsthafte Zeugnis, also Wunder, Zeichen passiert in meinem Leben. Ich hatte Salböl in meiner Hand und das wurde zu Blut in meiner Hand. Im Gebet. Als ich gebetet habe gegen einen Dämon für eine Frau. Und ich bin nach Hause gekommen, ich wollte schlafen, ich habe mich hingelegt auf den Boden und davor habe ich mich auf Knie gestellt und habe gesagt, Gott, öffne mir, was das war. Und ich habe mich hingelegt und ich habe eine Vision gehabt. Frau geht, die ist mit einem Tuch so und die ist mit Rock und so komische bunte Socken hat sie gestrickt und sie ist ohne Schuhe. Sie läuft so und fällt in Abgrund, fällt runter und schreit: Nach deinem Gebet muss ich in die Hölle fallen. Und gerade eben habe ich für eine Frau für Befreiung gebetet und sie wurde frei von einem Hexereigeist. Und ich konnte sie nicht befreien. Der Dämon war so stark und Salböl wurde in meine Hand zum Blut. Das haben alle Menschen gesehen, die da waren. Und als ich dem Dämon Blut gezeigt habe, Blut Christi ist gegen dich, der ist sofort weggegangen. Und dann war das auch nicht mehr da. Und Frau hatte Krebs an der Kehle. Sie konnte nichts mehr essen. Die Nahrung konnte nicht mehr durch, weil kein Rohr mehr da war. Sie hat sehr schrecklich gestunken. Und 10 Tage konnte sie nichts mehr essen. Und Ärzte haben sie nach Hause geschickt zu sterben. Sie konnten nichts mehr machen.
Aber nach diesem Gebet war sie befreit von Hexerei. Sie lebt immer noch heute. Es war schon vor 12 Jahren. Sie dient dem Gott. Und Gott zeigte mir diesen Traum, als ich zurückgekommen bin. Als ich aufgewacht bin, habe ich gefragt, Gott, was ist das? Blut. Und dann ist dieser Traum, diese Vision mit dieser Frau. Und Gott sagt mir, ich salbe dich gegen Hexerei. Ich wusste gar nichts. Als ich nach Hause kam, Gott hat mich in die Mission geführt, nach Chemnitz. Und dort habe ich angefangen zu dienen. Und nach eineinhalb Jahren ungefähr, das war insgesamt so zweieinhalb Jahren vergangen, seit dem Moment, habe ich einen Encounter durchgeführt. Befreiungsdienst. Und am ersten Tag waren alle zur Bekehrung gebracht. Und dann am zweiten Tag, wo ich Dämonologie gepredigt habe und zu dem Geist der Hexerei gekommen bin, an dem Punkt war eine Frau in dem Raum. Sie war Videni. Diese Frau in der Vision damals, die war sehr weißhaarig, hellhaarig. Und auf dem Encounter sitzt so eine Frau mit weißen Haaren. Ich habe sofort sie so angesehen, aber ich wusste nicht mehr. Sie war eine normale Frau zwischen den anderen. Aber genau in diesem Moment, als ich nach der Pause gepredigt habe über Hexerei, auf einmal steht sie auf und die ist mit diesem Tuch umwandelt, mit dem Rock und mit diesen gestrickten bunten Socken, was ich gesehen habe, und geht mir entgegen. Und ich habe sie gesehen und habe gesagt, Gott hat mir dich gezeigt in der Vision. Du bist Geist der Hexerei und ich binde dich hier. Und als sie runtergefallen ist auf dem Boden, war sie schwarz geworden. Ihr Gesicht war dunkel, schwarz. Dämon hat sich so gezeigt. Ich bin gekommen, habe getreten auf den Dämon, auf ihre Hand und habe gesagt, wer bist du, habe ich gefragt. Satana. Der Satan. Diese Stimme, das war männliche Stimme aus einer Frau. Und wenn du diese Stimme gehört hast, du hast verstanden, das ist schon mehrere tausende Jahre alt, diese Stimme. Über solche Salbung reden wir. Wir haben diesen Dämon ausgetrieben. Wir haben diese Frau befreien können. Aber 10 Leute haben sie festhalten müssen. So eine Gegenkraft war, dass ich mit diesem Dämon diskutieren konnte, dass er weggeht. Und er ist auch gegangen. Sie ist am Leben. Ihr Sohn wurde errettet. Ihr älterer Sohn ist in Afghanistan umgekommen. Und zweiter ist deswegen in die Drogen gefallen. Er wollte sich das Leben nehmen, Selbstmord. Der saß auf den Gleisen schon. Und der Heilige Geist hat gezeigt der Mutter, wo ihr Sohn sitzt, an welchem Ort. Sie ist hingelaufen und hat ihn weggezogen von den Gleisen. Sie wusste nicht erst, wo er ist, aber der Heilige Geist zeigte ihr. Sie ist hingelaufen und er war wirklich dort und sie hat ihn gerettet, weggezerrt von den Gleisen. Ich sage über ernsthafte Sachen. Jesus sagt zu dir heute,
подними свои глаза. Mach, heb deine Augen auf. Подними свои глаза. Heb deine Augen. Твои глаза привлечены этим миром. Deine Augen sind mit dieser Welt weggezerrt, fokussiert auf diese Sachen, was dich herum passiert, was dich, du gehst ins Geschäft und du siehst ganz anders, weil du deine Augen anders da fokussierst. Du siehst nicht mehr Klamotten, sondern du siehst die Menschen, die errettet werden müssen. Du deine Augen von deinem Egoismus, von deiner Sekte wegnehmen und die Augen höher emporheben. Einfach weiter höher. Gemeinde, macht eure Standards weiter hoch. Fang an, das zu sehen, was Jesus sieht. Fang an, das, was Jesus will. Fang an zu sehen, diese Ernte, was schon weiß ist, diese Acker. Fang an, prophetisch sehen zu können. Fang an zu streben, damit wir Jesus wohlgefallen in unseren Werken. Fang doch an. Schauen auf das, dass Jesus für euch das Wertvollste, der Verwandteste, der Nahestehendste, der Geliebteste ist. Ich sage, Frau, du bist Schönheit, aber Jesus liebe ich mehr als dich. Ich bete nur dafür, dass du ihn noch mehr liebst als mich. Meine Frau hört das. Ich höre das. Achso, sie dient, ich diene. Wir haben eine gute Beziehung. Und ich weiß, warum wir gute Beziehung haben. Weil wir den Jesus geliebt haben und lieben. Wir haben gelernt, wie das geht. Und Jesus hat uns gelernt, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Ich sage heute, Jesus, mein Gebet heute, Jesus, lehre mich, die lieben zu können, die keiner mehr liebt, die keiner mehr lieben kann. Bitte, lehre mich, solche Menschen zu lieben, weil ich weiß, dass du diese Menschen liebst. Und ich weiß, dass du das kannst. Dass du noch mehr durch mein Leben dich äußern kannst. Lehre mich, diese Menschen zu lieben. Die, die mich verfluchen, die тех, которых уже, на которых уже крест поставили. Die nicht mehr würdig sind in dieser Welt. Поэтому, когда мой реабцентр закрылся sind, из-за того, что у меня забрали здание, wenn mein Reabzentrum geschlossen war, weil wir я взял Gebäude здание, которое hatten, в пять раз дороже. Habe ich ein Gebäude gemietet, was fünfmal mehr kostet im Monat. И раньше, если у меня был Реа-центр, wenn ich früher Реа-центрум hatte, сегодня я открыл служение, которое называется «Милосердное сердце». Gemacht, das heißt, gütiges, barmherziges Herz. И я открыл служение, wir haben дом, Dienst который называется «Дом милосердия». Das Haus der Barmherzigkeit heißt я могу взять любого человека, wir können jeden Menschen empfangen, которого нету абсолютно ничего, der gar nichts hat, и поднять его на свой уровень, und ihn auf mein Niveau сделать его служителем, dass er dienen wird, so wie ich, verkünden das Evangelium. Heute leben da schon 30 Menschen aus Ukraine. Я не беру таких, которые там имеют какие-то деньги или еще что-то. Ich nehme keine, die Geld haben. Я взял всех, которых нету ни денег, абсолютно ничего. Alle genommen, die gar nichts haben, die arm sind. Сегодня я их уже довел. Und heute не я один, все это делает моя команда. Haben wir mit meiner Mannschaft zusammen. Вот этими деньгами, которые нам жертвуют. Haben wir durch das Geld, was wir geopfert bekommen. Мы поднимаем это служение. Erheben wir diesen Dienst. И сегодня там порядка 15 детей живут, которые мы сейчас праздник делаем. 15 Kinder leben da drin. Für die waren auch fest organisiert und haben alle eingeladen, die dabei sein wollen. И всех довели уже до статуса. Und alle haben schon diesen Status erreicht.
получают деньги. Sie bekommen schon Sozialhilfe. У них есть вещи. Sie haben auch Kleidung. Одному даже перед отъездом я помог купить Jemand машину. Haben wir sogar geholfen, ein Auto zu kaufen. Некоторые мы уже нашли квартиры. Manche bekommen jetzt Wohnungen. Знаете, какую я благодарность за это получил? Wisst ihr, was für eine Dankbarkeit ich dafür bekommen habe? Одна из первых, которые мы Einer устроили квартиру. Von den ersten, die bei diesem die neue Wohnung bekommen hat. Сделала она заявление. Sie hat Anzeige gemacht. В полицию. Bei der Polizei. Якобы я свою помощницу. Als ich meine Helferin. Научил выманивать деньги. Angestiftet habe, das Geld bei den Menschen zu ziehen. Вот так. So ist die Это Dankbarkeit gewesen von diesen Menschen. Одни, вторые, und die zweite Familie, церкви, ушли, sie haben Rebellion, Auflehnung gemacht in der Gemeinde und weggegangen aus der Gemeinde. Und 10 andere Menschen sind auch gegangen mit ihnen. Знаете, Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe noch 20 Leute angenommen danach. Мне все равно, что про Mir ist das egal, was die Menschen über mich reden. Я общаюсь с Христом. Ich habe Gemeinschaft mit Christus. Ни один человек так не знает Kein мое сердце, Mensch как Христос. Kennt mein Herz so wie der Christus das kennt. И я только жду встречи. Und ich warte nur auf das И Treffen знаю, mit ihm. Встреча... Und ich weiß, wie dieses Treffen aussehen wird, wenn es soweit ist. Потому что я встречаюсь с ним каждый Weil ich treffe ihn regelmäßig. Halleluja. Halleluja. Я молюсь о вас. Ich bete für euch. Пусть Бог поднимет планку Möge Gott очей. Diese Standard eures Augens empörheben. Чтобы он дал dass er euch gibt глаза сердца die ваши. Die Möglichkeit und euch die Herzen durchleuchtet. Чтобы вы начали видеть его глаза. Dass ihr durch seine Augen das alles seht. И чувствовать то, что он чувствует. Und fühlt das, was er fühlt. Und macht das, was er macht. Und ihm erlauben zu leben durch eures Leben. Heute reden viele, warum trägst du Kreuz? Иисус живой. Jesus ist lebendig. Он не на кресте. Er ist nicht auf dem Kreuz. Он живой. Er ist lebendig. А я скажу тебе. Und ich sag's dir. Неважно, что ты носишь. Unabhängig davon, was du trägst. Если ты сам мертвый для Христа. Wenn du selbst tot bist für den Christus. Живой Христос. Lebendiger Christus. Может проявиться только через того. Kann nur durch dessen. Кто отдал для этого свою жизнь. Gezeigt werden, der dafür sein Leben hingegeben hat. Живой Христос не может Der lebendige Christus kann nicht durch einen toten Christen gezeigt werden. Поэтому я не храню Deswegen beerdige ich keine Toten. Я их оживляю. Ich mache sie wieder lebendig. Иисус это жизнь. Jesus ist das Leben. И проявление его крови. Und Äußerung seines Blutes. Через его помазание. Durch seine Salbung. Через его помазанное тело seine gesalbte проявляется сила его Körper крови. Wird seine gesalbtes Blut Ранами gezeigt. Моими вы исцелены. Durch meine Wunden seid ihr geheilt worden. Поэтому если мы живое Deswegen, тело wenn Христа, wir das lebendige Leib Christi, то через нас проявится dann сила wird его durch крови, uns seine Blutkraft спасает, gezeigt werden, die errettet, heilt, befreit и приносит und Frucht bringt. Halleluja. Halleluja. Пусть Бог вас благословит. Möge Gott euch segnen. Я вас очень люблю. Ich hab euch alle ganz Но lieb. Мне пора ехать. Aber ich muss weiterfahren. Есть у меня еще овцы. Ich hab noch воров. Andere Schafe in meinem Hause. Sie warten auf mich. Пусть Бог вас благословит. Möge Gott euch segnen. Во имя Отца, Im Namen des Сына, Sohnes, Vaters Духа. Und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Halleluja. Lasst uns auch für den Pastor beten. Larissa, besetz mich bitte.
Herr, wir danken dir für den Pastor Rudolf. Wir danken dir für diesen Diener. Wir danken dir, dass du ihn verwendest. Herr, wir wollen wie Aaron sein, wie Joshua sein. Wir wollen seine Hände unterstützen. Wir wollen kämpfen zusammen in diesem Krieg. Wir wollen nicht gegeneinander kämpfen. Wir wollen füreinander da sein. Herr, wir berufen deine Gnade in sein Leben. Wir berufen deine Kraft in sein Leben. Wir berufen deine Salbung in sein Leben. Herr, alles, was er gesät hat, alles, was er freigesetzt hat, alles, was er abgegeben hat, Herr, möge das alles in guten Boden landen und möge jede Same wieder erfüllt werden, noch mehr erfüllt werden. Herr, wir bitten dich, dass du denn in der Fülle segnest bei allem, was er tut, dass auf allen Wegen er gesegnet sein wird, geschützt sein wird, bewahrt sein wird, dass deine heiligen Engel um ihn herum dastehen und kämpfen, ihn bewahren und beschützen, dass der verzehrende Feuer alles verbrennt in seinem Leben, was nicht von Gott kommt. Im Namen Jesu, dass Tausende und Zehntausende vor ihm fallen und dass ihm nichts schaden werden kann, weil Gottes Schutz ist über ihn. Herr, wir segnen ihn, wir segnen seine Frau, seine Familie, alle Gemeinden, die unter seiner Leitung stehen. Segnen, Vater, segnen, segnen im Namen Jesu Christi. Und wir danken dir, segne seinen Weg nach Hause, sein Auto, alle Wege, Herr, im Namen Jesu Christi. Sei dir alleine Ehre, sei du alleine gelobt, gepriesen, denn dein ist das Reich, denn deine ist die Herrlichkeit, denn deine ist die Macht und in der Ewigkeit, im Jesu Namen haben wir gebetet. Amen, 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 Halleluja, Halleluja. War sehr angenehm da und ich komme wieder, sagt er. Eine kurze Ansage, eine Minute, ich weiß, es ist sehr warm. Von 12. bis 14. haben wir einen Besucher von Amerika. Das ist der Mike Denigan. Das ist ein Freund von dem Pastor Rudolf, der kommt nach Radeberg in ihre Gemeinde. Der ist sehr stark im prophetischen Dienst unterwegs. Der ist auch sehr stark auch in der Befreiung. Also Gott verwendet ihn zu den